EA Bow Productions liest Karl May von Bagdad nach Stambul. Heute Kapitel 2, ein Überfall. Als wir geweckt wurden, hatten sich die Tiere wieder erholt. Ich beschloss, einen Versuch zu machen, ob das neu erworbene Pferd den Köhler nun aufsitzen lasse. Er gelang. Das Tier mochte gemerkt haben, dass es bei uns nicht gequält werde. So konnte ich meinen Rieh wieder besteigen, und dies war ein Glück, wie ich bald einsehen sollte. Die vorher so kahlen Höhen bewaldeten sich immer mehr, je weiter wir nach Süden kamen. Es gab mehr Wasser hier. Infolgedessen wurde unser Ritt beschwerlicher. Von einem gebahnten Wege war keine Rede. Bald mussten wir eine schroffe Steilung erklettern, bald drüben wieder hinuntersteigen. Bald ging es zwischen Felsen hindurch, bald durch sumpfiges Land oder über halb verfaulte Bäume hinweg. So gelangten wir am Nachmittag in ein schmales Tal, welches nur längsseits seiner Mitte einen wiesenähnlichen Streifen zeigte, hüben und drüben aber mit üppigem Baumwuchse bestanden war. In der Ferne erhob sich in bläulicher Färbung ein großer Berg, der uns mit seinen Vorhügeln den Weg zu verlegen schien. »Kommen wir dort vorüber?« frug ich Allo. »Ja, Herr. Links gehen wir an seinem Fuß hin.« »Was sagt der Mann?« frug Lindsay. »Dass unser Weg dort am linken Fuße des Berges vorübergehe.« »Brauchen wir nicht zu wissen,« brummte er mürrisch. Er sollte sehr bald einsehen, dass diese Bemerkung des Führers für ihn von der größten Wichtigkeit gewesen war. Denn kaum öffnete ich die Lippen, um eine Entgegnung auszusprechen, so krachten von beiden Seiten viele Schüsse, und zu gleicher Zeit sprengten mehr als 50 Reiter rechts und links unter den Bäumen hervor, um uns zu umzingeln. Das war eine fürchterliche Überraschung. Die sämtlichen Pferde meiner Gefährten waren getroffen, und nur das meinige nicht. Ich hatte dies, wie ich später erfuhr, nicht dem Zufalle zu verdanken. Die Reiter suchten sich von den Bügeln zu befreien und zu ihren Waffen zu kommen. Wir waren im Nu von allen Seiten umgeben, und gerade auf mich zu kamen zwei Reiter, welche ich augenblicklich wieder erkannte. Scheik Ghassal Gaboya und der Bebe, mit dem ich während unserer Verfolgung die Friedensunterhandlungen geführt hatte. Man hatte nur auf unsere Pferde geschossen, man wollte uns also lebendig fangen. Infolgedessen ließ ich den Stutzen hangen und griff zur schweren Büchse. »Wurm, jetzt hab ich dich«, rief der Scheik. »Du entkommst mir nicht wieder.« Er holte mit der Keule aus, aber in demselben Augenblick sprang Doyan an ihm empor und fasste mit seinen Zähnen den Oberschenkel des Feindes. Dieser stieß einen Laut des Schmerzes aus, und der Hieb, welcher mir gegolten hatte, traf den Kopf meines Pferdes. Es wieherte laut auf, schnellte sich mit allen Vieren in die Luft und ließ mir also Zeit, dem Bebe einen Kolbenschlag auf die Schulter zu versetzen. Dann stürmte es davon, vor Schmerz keiner Führung mehr gehorchend. »Doyan«, rief ich noch laut hinter mich, denn den braven Hund wollte ich nicht verlieren. Dann streckten sich mir viele Lanzenspitzen entgegen. Ich schlug sie mit der Büchse von mir ab. Mehr wusste ich nicht. Aber den Ritt, welcher nun kam, will ich mein Leben lang nicht vergessen. Kein Graben war zu tief, kein Stein zu hoch, kein Riss zu breit, kein Felsen zu glatt und kein Sumpf zu trügerisch. Alles, alles, Bäume, Büsche, Felsen, Berg und Tal flogen an mir vorüber, bis ich nur nach und nach wieder die Herrschaft über das rasende Tier gewann. Dann befand ich mich allein in einer wilden, unbekannten Gegend. Aber die Richtung hatte ich mir gemerkt, aus welcher ich gekommen war, und gerade vor mir lag jener hohe Berg, von welchem wir kurz vorher gesprochen hatten. Was war zu tun? Den Gefährten beispringen? Das war nicht mehr möglich, sondern es stand vielmehr zu erwarten, dass die Bebe auch mich verfolgen würden. Aber wie kamen diese Kurden so tief zwischen die Berge herein? Wie hatten sie erfahren, dass wir diesen Weg einschlagen würden? Das war mir ein Rätsel. Augenblicklich konnte ich für meine Kameraden nicht das Mindeste tun. Sie waren entweder tot oder gefangen. Vor allem musste ich mich versteckt halten und erst morgen sehen, was auf dem Kampfplatze zu entdecken sei. Dann erst konnte ich etwas für sie tun. Zunächst untersuchte ich den Kopf meines Pferdes. Es war eine tüchtige Beule aufgelaufen. Ich führte den Hengst an ein nahes Wasser, wo er sich niederlegen musste. Hier machte ich ihm Umschläge mit derselben Sorgfalt, mit welcher eine Mutter für ihr Kind bedacht wäre. Darüber war wohl eine Viertelstunde vergangen, als ich von ferne her ein Geräusch vernahm.
Es war ein Ächzen und Schnauben, als wenn jemand den Atem verlieren will. Im nächsten Augenblick kam es dahergesaust, stieß ein lautes Freudengeheul aus und sprang mit solcher Gewalt auf mich ein, dass ich in das Gras stürzte. »Dojan!« Der Hund heulte und winselte. Seine Freude war nicht mehr zu bändigen. Er sprang einmal auf mich und das andere Mal wieder auf das Pferd ein. Ich musste ihn gewähren lassen, bis er sich allmählich von selbst beruhigte. Auch er war ohne alle Verletzung davongekommen. Das kluge Tier schien sehr bald zu merken, weshalb ich mich um das Pferd bemühte, denn nachdem Dojan mir eine Weile zugesehen hatte, richtete er sich empor und begann die betroffene Stelle an dem Kopfe seines Freundes sehr sorgsam zu belecken. Rie litt es ruhig und stieß sogar von Zeit zu Zeit ein freundliches Schnauben aus. So lagen wir noch eine lange Zeit, bis ich es für geraten hielt, diesen Ort zu verlassen. Es war jedenfalls das Beste, den Fuß jenes Berges aufzusuchen, von welchem der Köhler gesprochen hatte. Ich setzte mich also wieder auf und ritt diesem nahen Ziele entgegen. Die Seiten dieses Berges waren mit dichtem Walde bedeckt, und nur tief unten im Tale, durch welches uns jedenfalls unser Weg geführt hätte, war Raum zur freien Bewegung vorhanden. Dort erblickte ich eine weit vorstehende Waldesecke, von welcher aus man jeden Ankommenden bemerken konnte. Ich hielt auf sie zu. Als ich sie erreichte, stieg ich ab, zunächst besorgt für das Pferd ein sicheres Versteck zu suchen. Kaum aber war ich einige Schritte in den Forst eingedrungen, so gab mir Dojan das bekannte Zeichen, dass er etwas Auffälliges wittere. Die Sache war mir zu bedenklich, als dass ich ihn sich selbst überlassen mochte. Ich nahm ihn also an die Leine, band das Pferd an einen Baum und folgte ihm mit dem schussfertigen Stutzen in der Hand. Ich schritt dem Hunde zu langsam vorwärts. Er zog so stark an der Schnur, dass sie zu zerreißen drohte. Dann gab er zwischen zwei hohen Pinien laut. Dort standen mehrere Farren beieinander, und als ich die Wedel desselben mit dem Stutzen auseinanderstieß, gewahrte ich, dass ein Loch, welches 2 Fuß im Durchmesser haben mochte, hier schräg in die Erde führte. War ein Tier darin? Wohl nicht. Aber als ich mit dem Stutzen hineinstieß, fühlte ich doch, dass irgendein Körper darin vorhanden sei, und dieser konnte nichts Feindliches sein, wie ich an dem Gebaren des Hundes bemerkte. Ich bedeutete ihm, hineinzugehen, aber er tat es nicht, sondern wedelte mit dem Schwanz und warf einen freundlichen, erwartungsvollen Blick in das Loch. Da entschloss ich mich, hineinzugreifen. Ich tat es und erfasste einen stark behaarten, zottigen Kopf. Ah, nun war das Rätsel gelöst. Es war der Hund des Köhlers, welcher da drinnen stak. Das Tier war entflohen, als es die Schüsse hörte und von seiner Angst zufällig hierher geführt worden. »Äußer«, rief ich. Ich hatte nämlich beobachtet, dass der Köhler seinen Hund bei diesem Namen rief. Es blieb still in dem Loch, aber als ich den Ruf wiederholte, begann es sich zu regen. Ich schob die Farnwedel zur Seite und, was erblickte ich? Zunächst vernahm ich ein sehr vergnügtes Brummen im großen C oder Kontra. Dann erschien ein wirres Haargestrüpp, zwischen dem nur eine breite Nase und 2 Äuglein zu erkennen waren. Hierauf kamen 2 Hände, die mit breiten Krallen versehen waren, und sodann ein zerlöcherter Sack, 2 schmierige Lederfutterale, parallel miteinander, und endlich an jedem der Futterale einer der bekannten Koloss von Rodderstiefeln. Hallo stand vor mir, wie er leibte und lebte. Es war ein freudiger Schreck, welcher mich bei seinem Anblick ergriff. Denn wenn dieser Mann sich gerettet hatte, so konnte es auch den anderen gelungen sein, zu entkommen. »Hallo, du hier?« rief ich. »Ja«, antwortete er ebenso einfach wie richtig. »Wo ist dein Hund?« »Zertreten, Schuddi«, sagte er mit einem starken Anflug von Trauer in seinem Tone. »Wie bist du entkommen?« »Als alle hinter dir herritten, sah niemand auf uns, und ich sprang in die Büsche. Ich kam dann hierher, weil ich dir gesagt hatte, dass wir hier vorüber müssten. Ich dachte, dass du kommen würdest, wenn die BB dich nicht fänden.« »Wer ist noch entkommen?« »Ich weiß es nicht.« »Wir müssen hier warten, ob sich noch einer zu uns finden wird. Suche mir ein Versteck für ein Pferd.« »Ich weiß ein sehr gutes, Scholli.« »Ah, du bist hier bereits bekannt?« »Ich habe auch hier schon Kohlen gebrannt. Folge mir mit dem Pferde.« Er führte mich eine Strecke von vielleicht 1/4 Stunde aufwärts. Dort fand sich eine Felsenwand, die dicht und vollständig mit langen Brombeerranken bewachsen war. Er schob an einer Stelle die Ranken auseinander, und es war eine sehr beträchtliche, spaltenähnliche Vertiefung zu sehen, in welcher ein Pferd ganz gut Platz haben konnte.
Hier wohne ich, erklärte er mir. Binde das Pferd da drinnen an. Ich werde ihm Futter schneiden. Es waren in der Spalte mehrere Hölzer eingeschlagen worden, welche früher wohl als Tischbeine gedient haben mochten, obgleich dieser Tisch nach orientalischer Weise gewiss sehr niedrig gewesen war. An diese Tischbeine band ich das Pferd fest, so dass es das Versteck nicht ohne mein Wissen verlassen konnte. Draußen fand ich den Kurden beschäftigt, mit seinem Messer fettes Luftgras zu schneiden. »Geh hinab, Schuddi«, bat er, »es könnte unterdessen jemand kommen. Ich folge nach, sobald ich fertig bin.« Ich gehorchte seinem Rat und nahm in einer Waldecke einen solchen Platz, dass ich alles sehen konnte, ohne selbst bemerkt zu werden. Nach einer Viertelstunde kam der Köhler. »Ist das Pferd sicher?« frug ich und setzte, als er bejahte, hinzu. »Hast du Hunger?« Ein zweifelhaftes Brummen war die Antwort. »Ich habe leider nichts. Wir müssen uns gedulden bis morgen.« Er brummte abermals und sagte dann vernehmlich, »Schuddi, werde ich auch für heute 2 Piaster erhalten.« »Du sollst 4 bekommen.« Jetzt hörte man dem Brummen ein gelindes Entzücken an. Dann blieb es lange zwischen uns still. Es wurde Nacht, und als eben das letzte Licht des scheidenden Tages am Verlöschen war, dünkte mir, als ob jenseits der schmalen Lichtung, welche uns zur Linken lag, eine Gestalt zwischen den Bäumen hindurchgehuscht wäre. Das war trotz der hereinbrechenden Dunkelheit so täuschend, dass ich mich erhob, um mich zu überzeugen. Der Kurde erhielt die Weisung bei meinen Gewehren, welche mich gehindert hätten, zurückzubleiben. Ich nahm den Hund wieder an die Leine und schlich mich vorwärts. Ich hatte eine tiefe Einbuchtung der Lichtung zu umgehen, war aber noch nicht bis zur Hälfte des Weges gekommen, als ich die betreffende Gestalt über die Lichtung herüberhuschen sah. Einige rasche Sprünge brachten mich nah an die Stelle, an welcher die Gestalt vorüber musste. Jetzt langte sie in meiner unmittelbaren Nähe an. Ich wollte bereits zugreifen, als Dojan mich daran verhinderte. Er stieß ein freudiges Winseln aus. Die Gestalt hörte es und blieb erschrocken stehen. »Zauns, wer ist hier?« Dabei streckten sich 2 lange Arme nach mir aus. »Lindsay, Sir David, seid ihr es wirklich?« rief ich. »Master, yes, well, ich bin es. Und ihr? Well, ihr seid es auch, yes.« Er war ganz bestürzt vor Freude, und mich machte er vor Überraschung bestürzt, denn er umfasste mich, drückte mich an sich und versuchte mir einen Kuss zu geben, wobei ihm seine kranke Nase keineswegs sehr förderlich und dienlich war. »Das hätte ich nicht gedacht, Sir David, euch hier zu finden.« »Nicht? Der Gorilla? Oh no, der Köhler hat doch gesagt, dass wir hier vorüber müssen.« »Seht ihr, wie gut das war? Aber sagt, wie ihr euch gerettet habt.« »Das ging schnell. Pferd unter mir erschossen, würgte mich hervor, sah, dass alle hinter euch her waren und sprang auf die Seite.« »Ganz so wie Allo.« »Allo? Auch so gemacht? Auch hier?« »Da drüben sitzt er. Kommt.« Ich führte ihn zu unserem Observatorium. Die Freude des Kurden war groß, als er einen zweiten Gefährten gerettet sah. Er drückte sie durch Töne aus, die sich nur mit dem Brummen eines invaliden Spulrades vergleichen lassen. »Wie ist es euch ergangen?« fragte mich Lindsay. Ich erzählte es ihm. »Ist euer Pferd unbeschädigt?« »Außer der Beule, ja.« »Das meinige Tod. Braves Tier. Werde diese Bebe erschießen. Alle, yes.« »Habt ihr denn euer Gewehr noch?« »Gewehr? Hätte ich in meine Büchse lassen. Hier liegt sie.« Ich hatte während der Dunkelheit diesen glücklichen Umstand gar nicht bemerkt. »So seid froh, Sir. Diese Büchse wäre unersetzlich gewesen.« »Habe auch Messer, Revolver und Patronen noch hier im Beutel.« »Welch ein Glück, dass ihr sie nicht in der Satteltasche hattet. Aber habt ihr keine Ahnung, ob noch einer von uns entkommen ist?« »Keine. Halef lag noch unter seinem Pferde, und die hatte den starken mitten zwischen den Bebe.« »Oh weh, dann sind alle 3 verloren.« »Abwarten, Master. Allah Akbar, Gott ist groß, sagen die Türken.« »Ihr habt recht, Sir. Wir wollen helfen, dann aber, wenn wir uns täuschen sollten, auch alles tun, um die Gefährten zu befreien. Im Falle sie noch leben und gefangen sein sollten.« »Richtig, jetzt aber schlafen. Bin müde, habe weit laufen müssen, schlafen ohne Decke. Armselige Bebe, miserable Gegend, yes.« Er schlief ein und der Kurde mit ihm. Ich hingegen wachte noch lange und stieg abermals mühsam empor, um nach dem Pferde zu sehen. Dann versuchte auch ich zu schlafen,
dem treuen Hunde das Wachen überlassend. Mein Schlaf wurde durch eine sehr energische Berührung gestört, welche ich an meinem Arme fühlte. Ich erwachte. Der Tag war aus dem Grauen. »Was ist's?« frug ich. Statt der Antwort deutete der Kurde zwischen die Bäume hindurch nach dem gegenüberliegenden Rande des Gebüsches. Ein Rehbock war hervorgetreten und stand im Begriff, zur nahen Tränke zu gehen. Wir brauchten Fleisch, und obgleich ein Schuss uns verraten konnte, griff ich doch zur Büchse. Ich legte an und drückte ab. Bei dem Schalle fuhr Lindsay kerzengrad aus dem Schlafe empor. »Was ist's? Wo ist Feind? Wie? Wo? Yes?« »Da drüben liegt der Sir.« Es sah in der angegebenen Richtung hin. »Ah, Roebuck, Rehbock, prächtig. Können Sie ja gut gebrauchen. Nichts gegessen seit gestern Mittag. Well.« Hallo eilte fort, um das erlegte Wild herbeizuholen. Schon einige Minuten später brannte an einer geschützten Stelle ein Feuer, über welchem ein saftiger Braten schmorte. Nun war dem Hunger mit einem Male abgeholfen, und auch Dojan konnte befriedigt werden. Während des Essens kamen wir zu dem Entschluss, bis Mittag noch zu warten, dann aber nachzuforschen, wie es mit den BB stehe. Unter dem Gespräch erhob sich Dojan plötzlich und sah in die Tiefe des Waldes. Einige Zeit lang schien es, als sei er mit sich selbst im Unklaren. Dann sprang er mit einem Satz fort, ohne mich auch nur vorher angesehen zu haben. Ich erhob mich schnell, um nach dem Gewehr zu greifen und ihm nachzueilen, blieb aber sofort wieder stehen, als ich anstatt des erwarteten Angstrufes das laute, freudige Gewinsel des Tieres vernahm. Gleich darauf trat zu uns mein kleiner Haji Halef Omar, zwar ohne sein Pferd, aber in voller Ausrüstung mit Büchse, Pistolen und mit dem Messer im Gürtel. »Hamdulillah, Sidi, dass ich dich finde und dass du lebst«, begrüßte er mich. »Mein Herz war voll Sorge um dich, aber es tröstete mich die Überzeugung, dass kein Feind deinen Rieh einholen kann.« »Der Hachi«, rief Lindsay. »Oh, ah, nicht massakriert. Herrlich, unvergleichlich, gleich mit Bratenessen. Well.« Der gute Lindsay fasste die Sache sofort von ihrer praktischen Seite an. Halef war nicht weniger freut, ihn und den Führer wohl erhalten zu sehen, doch verschmähte er auch die leibliche Erquickung nicht, sondern langte gleich nach dem Bratenstücke, welches der Engländer ihm entgegenstreckte. »Wie bist du entkommen, Halef?« fragte ich ihn. »Die BB schossen auf unsere Pferde«, antwortete er. »Auch das meinige stürzte und ich blieb im Bügel hangen. Sie bekümmerten sich nicht um uns, sondern sie wollten nur dich und deinen Rieh haben. Darum schlug Allah sie mit Blindheit, dass sie nicht sahen, wie dieser Kurde und der Master entkamen. Und ich machte mich endlich frei, nahm meine Waffen und entfloh.« »Welch eine Unachtsamkeit von den BB! Sie hatten nur auf die Pferde geschossen, um die Reiter lebendig zu fangen, und ließen diese doch entkommen. Hast du nichts von den Hadidin bemerkt, Halef?« »Ich sah noch während des Fliehens, dass man sie gefangen nahm.« »Oh, dann dürfen wir keine Zeit verlieren, sondern wir müssen aufbrechen.« »Warte, Sidi, und lass dir erzählen. Als ich glücklich entkommen war, dachte ich, dass es wohl klüger sei, zu bleiben und die Feinde zu beobachten, als zu fliehen. Ich stieg also auf einen Baum, dessen Laub mich ganz verdeckte. Da blieb ich bis gegen Abend. Erst als es ziemlich dunkel war, konnte ich den Baum wieder verlassen.« »Was hast du gesehen?« »Die BB wollen nicht fort. Sie haben ein Lager geschlagen. Ich habe eine 80 Krieger gezählt.« »Woraus besteht das Lager?« »Sie haben sich Hütten aus Zweigen gebaut. In einer solchen Hütte liegen die Hadidin gefangen, an den Händen und Füßen gebunden.« »Weißt du das genau?« »Ja, Sidi. Ich habe gar nicht geschlafen, sondern das Lager während der ganzen Nacht umschlichen, weil ich glaubte, vielleicht bis zu den Gefangenen kommen zu können. Es ging nicht. Nur dir könnte es vielleicht gelingen, Sidi, denn du hast mich dieses Anschleichen ja erst gelehrt.« »Konntest du nicht aus irgendeinem Umstand auf den Grund ihres Verbleibens schließen? Ich kann nicht begreifen, warum sie den Ort nicht gleich verlassen haben.« »Ich auch nicht, Sidi, aber ich habe nichts erfahren können.« »Ich muss dich übrigens loben, Haji Halef Omar, dass es dir gelungen ist, uns so nahe zu kommen, ohne dass wir dich bemerkten. Woraus schlossest du, dass ich mich gerade hier befinden werde?« »Weil ich deine Art und Weise kenne, Sidi, dir immer einen Ort zu suchen, wo du nicht gesehen wirst und dennoch alles sehen kannst.« »Ruhe dich jetzt aus. Ich will mir überlegen, was zu tun ist. Hallo, führe mein Pferd zur Tränke und gib ihm neues Futter.« Der Köhler hatte sich noch gar nicht erhoben, um diesem Befehl Folge zu leisten, als der Hund leise anschlug. Am obersten Punkt unseres engen Gesichtskreises erschien ein Reiter, der sich schnell näherte und im Trab an uns vorüberritt.
»Und wo? Soll ich ihn wegputzen, Master?« fragte Lindsay. »Um keinen Preis.« »Ist aber ein BB.« »Na, Steen, wir sind keine Meuchelmörder.« »Hätten aber ein Pferd.« »Werden schon Pferde bekommen.« »Hm«, lächelte er. »Keine Meuchelmörder, aber doch Spitzbuben. Will Pferde stehlen. Yes.« Jetzt gab mir dieser eine BB von neuem zu denken. Weshalb hat er die Seinigen verlassen und wohin wollte er? Nach vielleicht einer Stunde wurde mir das Rätsel gelöst, denn er kehrte wieder zurück und ritt vorüber, ohne Ahnung, dass wir ihm so nahe seien. »Was hat er da unten gesucht, dieser Kerl?« sagte Lindsay. »Er ist ein Bote.« »Bote? Von wem?« »Von dem Scheik Ghazal Gaboya.« »An wen?« »An die Abteilung der Baby, welche ungefähr eine halbe Stunde weiter unten den Weg besetzt hält.« »Woher wisst ihr dies?« »Ich vermute es. Dieser Scheik hat auf irgendeine Weise erfahren, dass wir kommen würden, und den Weg an zwei Stellen verlegt, damit die zweite Truppe diejenigen gefangen nehmen, welche der ersten Truppe entgehen.« »Schön ausgedacht, Sir, wenn es wahr ist.« »Dies musste ich erforschen. Es ward nun verabredet, der Engländer solle nebst Allo bei meinem Pferde in unserem bisherigen Versteck bleiben, während ich mit Halef auf Kundschaft ausginge. Wenn ich aber bis zum Mittag des anderen Tages nicht wieder zurückgekehrt sei, so möge Sir David unter Führung des Köhlers auf meinem Rappen nach Bistan reiten und dort bei Allos Bruder 14 Tage auf mich warten. Komme ich mit Halef auch dann noch nicht, fügte ich bei, so sind wir tot und ihr, Sir David, könnt mein Erbe antreten.« »Hm, Testament, schauderhaft, könnte ganz Kurdistan erschlagen.« »Erbe? Was denn?« frug der wackere Sohn Albions. »Mein Pferd«, antwortete ich. »Mag es nicht. Wenn ihr tot seid, soll dieses Land zugrunde gehen. Alle Pferde mit, auch Ochsen, Schafe, Baby, alles. Well.« »Nun wisst ihr alles. Jetzt habe ich nur noch den Banar-Kurden zu instruieren.« »Macht es ihm nur richtig da, Sir. Kann kein einziges Wort mit ihm reden. Schöne Unterhaltung. Famoses Vergnügen. Prächtig. Könnte daheim in Altengland bleiben. Brauche keine Fouling Bulls. Yes.« Ich war gezwungen, ihn seiner gelinden Verzweiflung zu überlassen. Nachdem ich Alu unterrichtet hatte, warf ich die beiden Gewehre über, um mich der Führung Halefs anzuvertrauen. Dieser leitete mich ganz genau auf demselben Wege zurück, den er am Morgen eingeschlagen hatte, und lieferte mir dabei den Beweis, dass er mir ein sehr gelehriger Schüler gewesen sei. Er hatte jede, auch die kleinste Deckung benutzt und das Terrain scharfsichtig beurteilt und die Füße immer so vorsichtig gehalten, dass es selbst einem Indianer nur mit Anstrengung gelungen wäre, die Fährte ohne Stocken zu verfolgen. Wir gingen beständig unter Bäumen, aber immer so, dass wir zwischen den Stämmen hindurch die offene Gegend vor Augen behielten. Ich hatte den Hund bei mir, und da wir gegen den Wind gingen, so brauchten wir vor einer Überraschung keine Angst zu haben. Endlich waren wir der Gegend nahe gekommen, wo wir überfallen worden waren. Halef wollte mich noch weiter begleiten, ich aber gestattete es nicht. »Sollte ich gefangen werden«, sagte ich zu ihm, »so weißt du, wo du den Engländer zu finden hast. Für jetzt ist es das Beste, du kletterst auf eine jener Pinien, welche so eng beisammenstehen, dass ihre Äste ein dichtes Versteck bilden. Du kannst ja sehr gut den Knall meiner Büchse oder die raschen Laute meines Stutzens von der Stimme eines anderen Gewehres unterscheiden. Ich bin nur dann in Gefahr, wenn du mich schießen hörst.« »Was soll ich dann tun?« »Sitzen bleiben, außer wenn ich laut nach dir rufe. Jetzt steige hinauf.« Ich nahm den Hund ganz hart an mich heran und schlich mich weiter. Es war allerdings eine gefährliche Sache am hellen, dichten Tage, sich so nah an ein feindliches Lager zu wagen, dass man es genau übersehen und beobachten konnte. Nach einiger Zeit sah ich die erste Hütte durch die Bäume blicken. Sie war in Pyramidenform, sehr urwüchsig aus Zweigen errichtet. Jetzt zog ich mich wieder zurück, um zunächst einen weiteren Halbkreis um den Ort zu ziehen, denn ich musste sehen, ob sich etwa BB in der Tiefe des Waldes befänden. In diesem Falle hätte ich sie mit meinem Rücken gehabt und wäre jedenfalls von ihnen entdeckt worden. Ich schlich von Baum zu Baum, immer die stärksten Stämme aussuchend und mit aller Aufmerksamkeit in die Einsamkeit des Forstes hineinhorchend. Bald bemerkte ich, dass meine Vorsicht gar nicht überflüssig gewesen sei, denn ich glaubte, Menschenstimmen zu vernehmen, und zu gleicher Zeit stieß Dojan mich mit der Schnauze an. Welche die Laute gekommen waren, sah ich bald drei Männer unter einem Baum sitzen, welche von drei Seiten ein junges, ungefähr 5 Fuß hohes Kirschlorbeergehölz umgab. Dieser Ort war wie geschaffen zum Belauschen.
Und da ich annahm, dass das gestrige Ereignis auf alle Fälle der Gegenstand des Gespräches sei, so huschte ich von Weitem um sie herum, legte mich sodann zu Boden und kroch bis zu den Kirschlorbeerbüschen heran, wo ich ihre Worte ganz deutlich vernehmen konnte. Wie erstaunte ich, als ich in einem von ihnen den Kurden erkannte, welcher zweimal unter Dorian gelegen hatte und den ich freiließ, weil er sich für einen Giaffe ausgab. Auch Dorian erkannte ihn wieder, denn seine Augen funkelten feindselig zu ihm hinüber, obgleich er keinen Laut von sich gab. Alo hatte also recht gesehen. Dieser Kurde war ein Bébé und hatte jedenfalls auf Wache gestanden, um unsere Ankunft zu melden. Ganz gewiss hatte er seitwärts im Verborgenen ein Pferd stehen gehabt und war uns vorausgeritten, während wir glaubten, dass er nordwärts gehe. »Sie waren dumm, alle«, hörte ich ihn sagen. »Am dümmsten aber war der Mann, welcher den schönen Rappen reitet.« »War da vielleicht ich selbst gemeint?« »Sehr schmeichelhaft.« »Wenn er die zurückgebliebenen Bijat nicht gefangen genommen und beleidigt hätte«, fuhr der Sprecher fort, »so hätten sie uns dann auch nicht sein Gespräch erzählt, welches sie belauscht hatten und in welchem er den Weg angab, den sie einschlagen wollten.« Jetzt war auch dieses Rätsel gelöst. Als wir uns besprachen, uns von den Bijat zu trennen, war unser Plan belauscht worden. Die Bijat hatten ihn dann als Gefangene den Bébé verraten, jedenfalls um sich die Milde ihrer Besieger zu erwerben. »Dumm war er ferner«, meinte der Nachbar des Vorigen, »dass er sich von dir betrügen ließ.« »Ja, aber dumm war auch Gazal Gaboya, dass er uns befahl, die Reiter und den Rappen zu schonen. Um die Männer war es nicht schade, sondern nur um das Pferd. Nun sind uns vier entflohen, der Anführer mit ihnen, und weil sie keine Pferde mehr haben, ist es ihnen möglich, über die wildesten Berge zu fliehen. Mit den Pferden aber mussten sie den Weg einhalten, den wir ihnen unten verlegt hatten.« Die drei Bébé hatten Pilze gesammelt, welche sie hier ausschnitten und reinigten, ehe sie dieselben in das Lager bringen wollten. Dies gab Zeit und Gelegenheit zu einem vertraulichen Austausche der Meinungen. »Was hat der Scheik nun beschlossen?« frug der Dritte. »Er hat einen Boten hinabgesandt. Die andere Abteilung soll warten, bis die Sonne am höchsten steht. Hat sich dann von den Entflohenen auch keiner gefunden, so sollen die anderen aufbrechen und zu uns stoßen, denn dann sind die Flüchtlinge sicher entkommen. Wir aber kehren heute noch zurück.« »Was geschieht mit den beiden Gefangenen?« »Das sind vornehme Männer, denn sie haben noch kein Wort gesprochen. Sie werden uns aber sagen, wer sie sind, und ein schweres Lösegeld bezahlen müssen, wenn sie nicht sterben wollen.« Ich hatte nun genug gehört und zog mich vorsichtig wieder zurück. Diese drei waren mit ihrer Arbeit fast zu Ende, und wenn sie sich erhoben, konnte ich sehr leicht von ihnen bemerkt werden. Also ich war dumm, der dümmste von uns allen. Ich musste dieses erfreuliche Kompliment leider hinnehmen, ohne es jetzt erwidern zu können. Am meisten machte mir der Umstand zu schaffen, dass bereits um Mittag aufgebrochen werden solle. Bis dahin also mussten die Hadedien frei sein. Aber auf welche Weise? Jetzt erhoben sich die drei Männer. Ich hatte mich also gar nicht zu früh entfernt. Derjenige, welcher sich für einen Giaffe ausgegeben hatte, sagte, »Geht, ich werde erst nach den Pferden sehen.« Ihm folgte ich von Weitem. Er führte mich, freilich ohne sein Wissen, nach einer Bodensenkung, auf deren Sohle ein Wässerchen floss. Hier waren über 80 Pferde an die Stämme der Bäume und Sträucher gebunden, und zwar in je einer solchen Entfernung, dass sie genug Grünes fanden, ohne sich zu nahe kommen zu können. Der Platz war hell und sonnig, und vom ersten bis zum letzten Pferde hatte man vielleicht 800 Schritte zu gehen. Ich konnte von oben alles genau betrachten. Es waren ganz prachtvolle Pferde da, und im Geiste las ich mir schon die 6 besten aus. Am meisten befriedigte es mich, dass nur ein einziger Kurde die Aufsicht über die Tiere hatte. Es war gar nicht schwer, ihn zu überwältigen. Mein unfreiwilliger Führer machte sich mit dem Braunblässen zu schaffen, der vielleicht das beste Pferd des ganzen Trupps war. Jedenfalls war er der Herr desselben, und ich beschloss, ihm, um seines liebenswürdigen Komplimentes willen, Gelegenheit zu geben, auf seinen eigenen Beinen nach Hause zu reiten. Er sprach einige Worte mit der Wache und ging dann dem Lager zu. Ich folgte ihm auch jetzt und hatte nun die Überzeugung, dass mir in der weiteren Umgebung des Lagers kein Mensch mehr begegnen würde. Ich konnte mich also in die unmittelbare Nähe desselben wagen. Nach einer sorgfältigen und sehr langsamen Rekognoszierung hatte ich 16 Hütten gezählt, welche unter den Bäumen eine Art von Halbkreis bildeten. In der größten Hütte wohnte jedenfalls Scheik Gazal Gaboya, denn sie war an ihrer Spitze mit einem alten Turbantuche geschmückt.
Sie stand auf dem innersten Punkt des Halbkreises, so dass ich ihr leicht nahe kommen konnte, und neben ihr erhob sich derjenige, in welcher sich die Gefangenen befanden, denn vor derselben saßen zwei Kurden mit den Gewehren im Arme. Jetzt konnte ich zu Halef zurückkehren. Er saß noch auf dem Baume, von dem er nun herabstieg. Ich setzte ihm meinen freilich sehr kühnen und gefährlichen Befreiungsplan auseinander, und dann versteckten wir uns an einem Platz, wo wir den Weg überblicken konnten. Und mit Ungeduld warteten wir auf die Zeit des Handelns. Ein solches Warten hat stets etwas Aufregendes, Verzehrendes, während der Augenblick der Tat die Nerven kalt und ruhig macht. Gegen 2 Stunden waren vergangen, da sahen wir ganz unten einen einzelnen Reiter erscheinen. »Dieser wird die Ankunft verkünden sollen«, meinte Halef. »Möglich. Hast du die hohe Eiche gesehen, außerhalb der Einsenkung, in welcher sich die Pferde befinden?« »Ja, Sidi.« »Schleiche dich jetzt hin und erwarte mich dort. Ich muss hören, was dieser Reiter zu sagen hat. Hier, nimm Dojon mit. Ich kann ihn jetzt nicht brauchen. Auch die Gewehre nimm zu dir.« Er nahm den Hund und entfernte sich. Ich aber beeilte mich, dem Zelte des Scheik so nahe zu kommen, dass ich hören konnte, was gesprochen wurde. Es gelang mir, soweit dies möglich war. Kaum hatte ich hinter einem Baumstamme Posto gefasst, so kam der Reiter herangaloppiert. Er sprang vom Pferde. »Wo ist der Scheik?« hörte ich ihn fragen. »Dort in seinem Zelte.« Ghazi Gabuya trat heraus und ihm entgegen. »Was bringst du?« »Die Krieger werden gleich erscheinen.« »So habt ihr keinen der Entronnenen gesehen?« »Keinen.« »Ihr habt die Augen geschlossen gehalten.« »Wir haben gewacht, die ganze Nacht und bis jetzt. Wir haben alle Seitentäler besetzt, aber niemand gesehen.« »Jetzt kommen sie!« rief es draußen vor dem Lager. Auf diesen Ruf eilte alles hinaus auf die Lichtung. Sogar die beiden Wächter schlossen sich an. Sie wussten ihre Gefangenen ja gefesselt. Die Gelegenheit war günstiger, als ich gehofft hatte. Mit einem Sprunge stand ich hinter dem Zelte der Gefangenen. 2 Messerschnitte, und ich befand mich in dem Inneren desselben. Da lagen sie nebeneinander, an Händen und Füßen gebunden. »Mohammed Emin, Ahmad al-Gandur, auf, schnell!« 2 Sekunden genügten, die Stricke durchzuschneiden. »Kommt schnell!« »Ohne Waffen?« fragte Mohammed Emin. »Wer hat sie euch abgenommen?« »Der Scheik hat sie.« Ich trat wieder hinten aus dem Zelt heraus und spähte in die Runde. Kein Mensch hatte Acht auf das Lager. Heraus und mir nach. Ich sprang hinüber zum Zelte des Scheiks und huschte hinein. Die hatte die in mir nach. Sie befanden sich in einer fieberhaften Aufregung. Hier hingen ihre Waffen, auch 2 ausgelegte Pistolen und eine lange persische Flinte, dem Scheik gehörig. Ich nahm Pistolen und Flinte an mich und blickte wieder hinaus. Noch immer waren wir unbeobachtet. Wir schlichen uns wieder hinaus und rannten dann dem Tale zu. Dies war wohl 5 Minuten entfernt, aber in 2 Minuten waren wir bei Halef. »Maschallah, Wunder Gottes«, rief er. »Jetzt zu den Pferden«, sagte ich. Der Wächter saß unten, mit dem Rücken gegen uns gekehrt. Auf einen Wink sprang der Hund herbei und sofort lag der Mann am Boden. Er hatte einen Schrei ausgestoßen. Zu einem zweiten hatte er wohl den Mut nicht. Ich bezeichnete die 6 besten Pferde und rief Ahmad el-Gandur zu, »Halte sie einstweilen. Halef, Mohammed, schnell die anderen in den Wald.« Die beiden verstanden mich sofort. Eben erhob sich hinter uns ein lautes Bewillkommnungsgeschrei, als wir von Pferd zu Pferd sprangen, um die Leinen durchzuschneiden. 25 Leinen pro Mann, das war sehr schnell abgetan. Dann jagten wir die freien Tiere mit Schlägen und Steinwürfen in den Wald. Ahmad el-Gandur hatte Mühe, seine 6 Tiere festzuhalten. Ich hatte 3 Gewehre umzuhängen und 2 Pistolen einzustecken. Dann bestieg ich den Blessen und nahm noch ein 2. Pferd an die Leine. »Auf und vorwärts, es ist höchste Zeit.« Ohne mich umzusehen, trieb ich meine Pferde die steile Böschung empor. Dann nahm der schützende Wald uns auf. Hier ging es wegen des bösen Bodens nur langsam vorwärts, zumal wir einen Umweg machen mussten. Doch gelangten wir bald auf den besseren Pfad, wo wir unsere Tiere ausgreifen lassen konnten. Da hörten wir hinter uns ein lautes Geschrei, aber uns blieb keine Zeit, über dessen wahre Ursachen Vermutungen anzustellen. Vorwärts! Wir hatten einen weiten Bogen zu reiten gehabt, und ganz da hinten, wo dieser Bogen begann, zeigten sich jetzt 2 Reiter.
Sobald sie uns bemerkten, kehrte der eine wieder um, während der andere uns folgte. »Galopp, den schärfsten Galopp, sonst komme ich um meinen Hengst«, rief ich. »Wir werden die Bebe gleich auf den Hacken haben.« Unsere Wahl war eine gute gewesen, denn die Pferde zeigten sich als vorzügliche Renner. Bald kam unsere Waldecke in Sicht. Wir erreichten sie und hielten hinter den Bäumen an. Ich sah nur Allo. »Wo ist der Emir?«, frug ich ihn. »Droben beim Pferde.« »Hier hast du eine Flinte. Steig auf diesen Fuchs. Er ist dein.« Ich gab ihm die Flinte des Scheiks und rannte dann bergauf, der Höhle zu. Sie war eine Viertelstunde entfernt, aber ich glaube, ich war nicht später als in 5 Minuten oben. Da saß Lindsay. »Schon da, Master? Oh, ah, wie gegangen, ne?« »Gut, gut, aber wir haben jetzt keine Zeit, denn wir werden verfolgt. Rennt aus allen Leibeskräften hinab, Sir. Unten steht ein Pferd für euch.« »Verfolgt? Ah, schön, prächtig. Pferd für mich? Gut, well.« Er stürzte mehr, als dass er ging, den Berg hinab. Ich band meinen Rappen ab und führte ihn den Berg hinunter. Das ging leider nicht so schnell, als ich es wünschte. Und als ich unten anlangte, saßen die anderen schon längst auf ihren Tieren, und Harlef hielt das 6. Pferd an der Hand. »Das dauerte lange, Effendi«, sagte Mohammed Emin. »Sieh, es ist bereits zu spät.« Er deutete hinaus, wo eben der erste Reiter, welcher uns gefolgt war, sichtbar wurde. Ich blickte ihn scharf an und erkannte meinen Mann. »Erkennt ihr diesen Menschen?«, frug ich. »Ja, Sidi«, antwortete Halef. »Es ist der Giaf von gestern.« »Er ist ein Bebe und hat uns verraten. Lasst ihn vorüber und dann wird er unser.« »Aber wenn mittlerweile die anderen kommen?« »So schnell geht das nicht.« »Sir David, wir reiten voran und nehmen diesen Reiter zwischen uns. Will er sich wehren, so schlagen wir ihm die Waffen aus der Hand.« »Schön, Master. Prächtig. Yes.« Jetzt verschwand der Bebe hinter der nächsten Krümmung des Weges, und wir verließen unser Versteck. Als ich mit Lindsay diese Krümmung erreichte, waren wir ihm bis auf 50 Schritte nahe. Er hörte uns kommen und drehte sich um. Er erkannte uns und war über unseren Anblick so erschrocken, dass er unwillkürlich sein Pferd anhielt. Er hatte uns vor sich geglaubt und erblickte uns nun hinter sich. Ehe er die Fassung wieder erlangte, hatten wir ihn gepackt. Da griff er nach dem Messer. Ich fasste seine Faust und drückte sie ihm so, dass er es fallen ließ. Und während Lindsay ihm die Lanze entwand, zerschnitt ich den Riemen, an welchem seine Flinte ihm über den Rücken hing. Sie fiel herab. Er war entwaffnet, und sein Pferd jagte mit den unsrigen in vollem Lauf dahin. Da ergab er sich in sein Schicksal. So ging es immer dem Süden zu, und als wir einen tüchtigen Vorsprung gewonnen zu haben glaubten, mäßigten wir unser Tempo und Aluke das Wegweiser voran. »Was tun mit diesem Kerl, Master?« fragte nun Lindsay. »Bestrafen.« »Yes, falscher Giaf. Welche Strafe?« »Weiß es nicht. Wir werden darüber beraten.« »Schön. Session, Oberhaus, Unterhaus. Well, wie habt ihr die Haledin losgemacht?« Ich erzählte sie in dem kurzen Umrissen. Als ich an das Unschädlichmachen der Pferdewache kam, hielt ich plötzlich in meinem Bericht inne. »Oh weh, was habe ich getan?« »Was, Master? War ja alles gut.« »Ich habe in der Eile vergessen, meinen Hund von dem Manne wegzurufen.« »Oh, ah, unangenehm. Wird nachkommen.« »Nee, er ist bereits tot und die Wache auch.« »Warum gleich tot?« »Sobald er angerührt oder sonst bedroht wird, zerreißt er dem unter ihn liegenden Mann die Gurgel. Dann werden ihn die Bebe natürlich erschossen haben. Ich könnte wahrhaftig nur dieses Hundes wegen umkehren und mich in die größte Gefahr begeben. Aber leider wäre es erfolglos.« Über den Verlust des treuen, klugen Hundes geriet auch Harlef in Bestürzung, und ich verbrachte die noch übrigen Stunden des Nachmittags in tiefer Verstimmung. Am Abend machten wir Halt, und nun erst wurde der Bebe gefesselt. Trotz unserer Eile hatte Harlef Zeit gehabt, dem ledigen Pferde den erst angeschnittenen Rehbock aufzuladen, und so war für einen hinreichenden Imbiss gesorgt. Nach dem Mahle wurde der Gefangene ins Verhör genommen. Er hatte bisher noch kein Wörtchen gesprochen. Jedenfalls ließ er nur deshalb alles so geduldig über sich ergehen, weil er hoffte, dass die Seinen sehr bald erscheinen und ihn befreien würden. »Höre, Mann«, begann ich die Verhandlung. »Was bist du, ein Giaf oder ein Bebe?« Er antwortete nicht. »Beantworte meine Frage.« Er zuckte nicht mit der Wimper. »Alef,
Nimm ihm den Turban ab und schneid ihm die Haarlocke herunter. Das ist die größte Entehrung, die einem Kurden und überhaupt einem Muselmann widerfahren kann. Als Halef das Messer in der rechten haltend, mit der linken nach der Locke griff, bat der Mann: »Ja, lass mir mein Haar, ich will antworten.« »Gut. Welchen Stammes bist du?« »Ich bin ein Bebe.« »Du hast uns gestern belogen.« »Einem Feinde braucht man nicht die Wahrheit zu sagen.« »Deine Grundsätze sind diejenigen eines Schurken. Du hast ferner das, was du behauptest, bei dem Bart des Propheten beschworen. Einen Schwur, den man einem Ungläubigen gibt, braucht man nicht zu halten.« »Du hast ihn auch Gläubigen gegeben. Es sind deren vier unter uns.« »Das geht mich nichts an.« »Ferner hast du mich einen Dummkopf genannt.« »Das ist eine Lüge, Herr.« »Du sagtest, wir alle seien dumm, ich aber sei der Allerdümmste.« »Es ist wahr, denn diese meine eigenen Ohren haben es gehört. Hinter dem Lager, als ihr dort die Pilze schnittet. Ich lag hinter dem Busch und hörte euch zu. Dann nahm ich euch eure Gefangenen und eure Pferde. Du magst also sehen, ob ich wirklich ein so großer Dummkopf bin.« »Verzeihe, Herr.« »Ich habe dir nichts zu verzeihen, denn das Wort aus deinem Munde kann einen Emir aus Frankistan nie beleidigen. Gestern ließ ich dich frei, weil du mir leid tatest. Heute befindest du dich wieder in meiner Hand. Wer ist da wohl der Kluge von uns?« »Bist du der Bruder des Scheik Ghazal Gaboya?« »Ich bin es nicht.« »Hadschi Halef, schneide ihm die Locke ab.« Das half auf der Stelle. »Wer hat dir gesagt, dass ich es bin?« frug er. »Einer, der dich kennt.« »So sage, welches Lösegeld verlangst du?« »Ihr wolltet für diese beiden Männer, ich deutete auf die Hadedin, Lösegeld verlangen. Ihr seid Kurden. Ich nehme nie ein Lösegeld, denn ich bin ein Christ. Ich nahm dich nur deshalb gefangen, um dir zu zeigen, dass wir mehr Klugheit, Mut und Geschick besitzen, als ihr denkt. Wer hat heute zuerst bemerkt, dass die Gefangenen fort waren?« »Der Scheik.« »Wie bemerkte er es?« »Er trat in sein Zelt. Da fehlten die Waffen der Gefangenen und auch die seinigen.« »Ich habe sie genommen.« »Ich denke, ein Christ nimmt nie etwas.« »Das ist richtig. Ein Christ nimmt nie unrechtes Gut, aber er lässt sich auch von keinem Kurden berauben. Ihr habt uns unsere Pferde erschossen, die uns lieb waren, und ich habe dafür sechs andere genommen, die uns nicht lieb sind. Wir hatten in unseren Satteltaschen viele Dinge, welche wir notwendig brauchen. Ihr habt sie genommen, und dafür habe ich mir die Flinte und die Pistolen des Scheik angeeignet. Wir haben getauscht. Ihr habt diesen Tausch mit Gewalt begonnen und ich ihn mit Gewalt beendet.« »Unsere Pferde sind besser, als die eurigen waren.« »Das geht mich nichts an, denn ehe ihr die unsrigen getötet habt, fragtet ihr auch nicht danach, ob sie schlechter waren als diejenigen, welche ich dafür nehmen würde. Warum wurde mein Pferd nicht erschossen?« »Der Scheik wollte es haben.« »Glaubt er wirklich, dass er es bekommen werde? Und wenn dies der Fall gewesen wäre, so hätte ich es mir sicher wiedergeholt. Wer entdeckte heute Abend die Abwesenheit der Pferde?« »Auch der Scheik. Er lief in das Zelt der Gefangenen, und als dieses leer war, rannte er zu den Pferden, und sie waren fort.« »Fand er gar nichts?« »Den Wächter, der unter einem Hunde lag.« »Was geschah mit ihm?« »Er wurde unter dem Hunde liegen gelassen, zur Strafe dafür, dass er nicht aufgepasst hatte.« »Fürchterlich. Seid ihr Menschen?« »Der Scheik hat das so geboten.« »Was wird da mit dir geschehen, der du auch nicht aufgepasst hast?« »Ich habe hinter dem Kirschlorbeer gelegen, einen einzigen Schritt von dir entfernt. Ich bin dann hinter dir zu den Pferden gegangen, von denen ich nicht wusste, wo sie waren, und dann bin ich dir nach dem Lager gefolgt.« »Ja, lass das den Scheik nicht wissen.« »Sei ohne Sorge. Ich habe es nur allein mit dir zu tun. Ich werde jetzt meinen Gefährten deine Antworten sagen, und dann mögen sie dein Urteil sprechen. Du sollst nicht von uns zwei Christen, sondern von diesen vier Muselmännern gerichtet werden.« Ich verdolmetschte meine Unterredung mit dem Bebe in das Arabische. »Was wirst du mit ihm tun?« fragte mich Mohammed. »Nichts«, erwiderte ich ruhig. »Emir, er hat uns belogen, betrogen und dem Feinde in die Hand geliefert. Er hat den Tod verdient.« »Und was noch mehr ist«, fügte Ahmed Al-Gandur hinzu, »er hat bei dem Barte des Propheten falsch geschworen. Er hat den dreifachen Tod verdient.« »Was sagst du dazu, Sidi?« fragte Halef. »Jetzt nichts. Bestimmt ihr, was mit ihm werden soll.« Während die vier Mohammedaner beratschlagten, erkundigte sich auch der Engländer bei mir. »Nun, was wird mit ihm?« »Ich weiß es nicht. Was würdet ihr mit ihm tun?« »Niederschießen.« »Haben wir das Recht dazu?« »Yes, sehr.« »Der Weg des Rechtes ist folgender.
Wir beschweren uns bei unserem Konsulaten. Von da geht die Beschwerde nach Konstantinopel und dann erhält der Pascha von Sulimania den Befehl, den Übeltäter zu bestrafen, wenn er ihn nicht belohnen soll. Schöner Weg des Rechts. Aber der allein erlaubte für uns als Bürger unserer Staaten. Und ferner, was werdet ihr als Christ mit diesem Feinde tun? Gebt mir mit euren Fragen, Master. Ich bin Englishman. Macht, was ihr wollt. Und wenn ich ihn nun laufen lasse? So mag er laufen. Ich fürchte mich nicht vor ihm. Er braucht also meinetwegen nicht ganz totgeschlagen zu werden. Macht es lieber möglich, dass ich ihm meine Nase aufhängen kann. Das wäre die beste Strafe für diesen Menschen, der uns gestern eine Nase gedreht hat, welche 20-mal imposanter war als die meinige. Yes. Der BB schien mittlerweile die Geduld zu verlieren. Er wandte sich in der jetzt eintretenden Pause wieder an mich. Ja, was wird mit mir geschehen? Das wird ganz auf dich ankommen. Von wem willst du gerichtet sein? Von den 4 Männern, die ihr Gläubige nennt, oder von den 2 Männern, denen ihr die Schimpfnamen Giaur zu geben pflegt? Schadi, ich bete zu Allah und zu den Propheten. Es mögen nur solche Männer über mich bestimmen, welche wahre Gläubige sind. Du sollst deinen Willen haben. Wir beide hätten dir verziehen und dich morgen früh zu den Deinigen zurückkehren lassen. Ich sage mich los. Mag dir werden, was du gewünscht hast, und mögest du nicht bereuen, das Wort eines Christen bezweifelt und seine Nachsicht von dir gewiesen zu haben. Endlich waren die anderen zu einem Entschluss gekommen. Emir, wir erschießen ihn, sagte Mohammed. Das leide ich auf keinen Fall, antwortete ich. Er hat den Propheten geschändet. Seid ihr die Richter darüber? Er mag dies mit dem Iman, mit dem Propheten oder seinem Gewissen abmachen. Er hat den Spion gemacht und uns verraten. Hat einer von uns sein Leben dadurch verloren? Nein, aber wir haben anderes verloren. Wir haben Besseres dafür genommen. Hadji Halef Omar, du kennst meine Meinung. Es betrübt mich, dich so blutgierig zu sehen. Sidi, ich wollte es nicht, entschuldigte er sich eifrig. Nur die Hadidin und der Banar wollten es. So ist meine Meinung, dass der Banar hierbei nichts zu sagen hat. Er ist unser Führer und wird dafür bezahlt. Ändert euer Urteil. Sie flüsterten von neuem zusammen. Dann teilte mir Mohammed Emin das Resultat mit. Emir, wir wollen sein Leben nicht, aber er soll entehrt werden. Wir nehmen ihm die Locke und schlagen ihn mit Ruten in das Gesicht. Wer solche Schwielen trägt, hat keine Ehre mehr. Das ist noch fürchterlicher als der Tod und hat doch keinen Erfolg. Ich habe einem BB Ohrfeigen gegeben, weil er meinen Glauben beleidigte. Gestern kämpfte er doch an der Seite des Scheiks gegen mich. Haben ihn also diese Schläge geschändet? Die abgeschnittene Locke wird ihn sicher schänden. Er wird den Turban aufbehalten, so dass man es nicht sieht. Du selbst wolltest sie ihm doch vorhin abschneiden lassen. Nein, ich hätte es nicht getan. Es war nur eine Drohung, um ihn zum Sprechen zu bringen. Überhaupt, warum wollt ihr diese BB noch mehr gegen uns erbittern? Sie fühlen sich im Rechte gegen uns, weil sie glauben, dass wir Verbündete der Bijat gewesen sind. Sie können es nicht wissen, dass wir einen solchen Raubzug nie gebilligt hätten. Sie können es nicht wissen, dass ich dem Khan Haider Milam offen in das Gesicht gesagt habe, ich hätte die BB gewarnt, wenn es mir möglich gewesen wäre. Sie haben uns bei Räubern getroffen und behandeln uns als Räuber. Jetzt sind wir ihnen glücklich entkommen und vielleicht lassen sie von uns ab. Wollt ihr sie durch eure Grausamkeit zwingen, uns weiter zu verfolgen? Emir, wir waren ihre Gefangenen. Wir müssen uns rächen. Auch ich war Gefangener, öfters als ihr. Aber ich habe mich nicht gerecht. Der Reis von Short, Nidjabai, nahm mich gefangen. Ich befreite mich selbst und verzieh ihm. Dann wurde er mein Freund. War das nicht besser, als wenn ich eine Blutschuld zwischen uns gelegt hätte? Emir, du bist ein Christ und die Christen sind entweder Verräter oder Weiber. Mohammed Emin, sage dies noch einmal, so geht dein Weg von dieser Minute an nach rechts und der meinige nach links. Ich habe nie deinen Glauben geschmäht. Warum tust du es mit dem meinen? Hast du jemals mich oder diesen David Lindsay Bay als einen Verräter oder ein Weib gesehen? Ich könnte jetzt recht gut den Islam beleidigen. Ich könnte sagen, die Muslime sind undankbar, denn was ein Christ für sie tut, das vergessen sie. Aber ich sage es nicht, denn ich weiß, wenn einer sich einmal von seinem Fleische hinreißen lässt, so gibt es doch viele, die sich beherrschen können. Da sprang er auf und streckte mir beide Hände entgegen. Emir, verzeihe mir. Mein Bart ist weiß und der deinige noch dunkel. Aber obgleich dein Herz jung und warm ist, so hat doch dein Verstand die Reife des Alters. Wir geben dir diesen Mann. Tu mit ihm nach deinem Wohlgefallen. Mohammed, ich danke dir. Ist auch dein Sohn einverstanden?
»Ich bin es, Effendi«, antwortete Ahmad al-Gandur. Nun wandte ich mich erfreut zu dem Gefangenen. »Du hast uns einmal Lügen gesagt. Willst du mir versprechen, heute mit mir die Wahrheit zu reden?« »Ich verspreche es.« »Wenn ich dir jetzt deine Fesseln nehme und du mir versprichst, dennoch nicht zu entfliehen, würdest du dein Wort halten?« »Ja, ich verspreche es.« »Nun wohl, diese vier Muslime haben dir deine Freiheit wiedergegeben. Heute bleibst du noch bei uns und morgen kannst du gehen, wohin es dir beliebt.« Ich band seine Hände und Füße los. »Ja«, sagte er, »ich soll dich nicht belügen und nun sagst du selbst mir die Unwahrheit?« »Inwiefern?« »Du sagst, diese Männer hätten mir die Freiheit gegeben, und das ist nicht wahr. Nur du allein hast sie mir gegeben. Sie wollten mich erst erschießen, dann wollten sie mich peitschen und mir den Schmuck des Gläubigen nehmen. Du aber hast dich meiner erbarmt. Ich habe jedes Wort verstanden, denn ich spreche das Arabische ebenso gut wie das Kurdische. Und nun weiß ich auch aus deinen Worten, dass ihr den Bejad nicht geholfen habt, sondern Freunde der BB gewesen seid. Emir, du bist ein Christ. Ich habe die Christen gehasst. Heute lerne ich sie besser kennen. Willst du mein Freund und Bruder sein?« »Ich will.« »Willst du mir vertrauen und hierbleiben, obgleich morgen eure Verfolger hier eintreffen werden?« »Ich vertraue dir.« »Reiche mir deine Hand.« »Hier ist sie. Aber werden auch meine Gefährten sicher sein?« »Ein jeder, der zu dir gehört. Du hast kein Lösegeld von mir gefordert. Du hast mir erst das Leben und dann die Ehre gerettet. Dir und den Deinen soll niemand ein Haar krümmen.« So waren wir denn auf einmal aller Sorgen ledig. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass dieser Mann auch Arabisch verstand, doch war ich ganz glücklich, diesem Umstand einen solchen Sieg zu verdanken. Zur Feier desselben holte ich den letzten Rest von Tabak hervor, den meine Satteltasche barg. Es war nicht viel, aber der duftende Rauch bewirkte dennoch eine Stimmung, welche ganz anders war als die, mit welcher wir unsere Jury begonnen hatten. Mit frohem Mute legten wir uns schlafen und hatten dabei sogar die Kühnheit, keine Wachen auszustellen. Des anderen Morgens sah die Sache etwas weniger romantisch aus als gestern Abend bei der poetischen Beleuchtung des flackernden Lagerfeuers. Aber ich beschloss dennoch, dem BB ein offenes Vertrauen zu zeigen. »Du bist nun frei«, sagte ich zu ihm. »Dort steht dein Pferd und deine Waffen wirst du auf dem Rückwege finden.« »Die meinigen werden sie finden. Ich bleibe hier«, antwortete er. »Wenn sie nun nicht kommen?« »Sie kommen«, antwortete er in sehr bestimmtem Tone. »Und ich werde dafür sorgen, dass sie nicht vorüberreiten.« Wir hatten nämlich die Nacht in einem kleinen Seitentale zugebracht, welches eine solche Krümmung besaß und dessen Eingang so schmal war, dass wir selbst am Tage vom Haupttale aus nicht bemerkt werden konnten. Der BB schritt diesem Ausgange zu und nahm hier eine solche Stellung, dass er weit nach rückwärts blicken konnte. Wir anderen warteten mit Neugier der Dinge, welche kommen sollten. »Und wenn er uns abermals betrügt?«, fragte Mohammed. »Ich vertraue ihm. Er wusste ja, dass er seine Freiheit wiederbekommen solle und brauchte mir also gar nicht zu gestehen, dass er jedes Wort unserer Unterredung verstanden habe. Ich glaube sicher, dass er es redlich meint.« »Aber wenn er uns doch hintergeht, Emir, so schwöre ich bei Allah, dass er der Erste ist, den meine Kugel trifft.« »Dann verdient er es nicht anders.« Auch David Lindsay schien nicht mit sich einig zu sein. »Master, dort sitzt am Eingange«, sagte er, »und wenn er uns abermals belügen wird, so befinden wir uns in dem schauderhaftesten Loche, das es nur geben kann. Nehmt es nicht übel, wenn ich nach meinen Waffen und nach meinem neuen Pferde sehe.« Ich hatte allerdings eine außerordentliche Verantwortlichkeit auf mich geladen, und ich gestehe gern, dass mir selbst dabei nicht ganz wohl zumute war, noch sollte zum Glück die Entscheidung nicht lange auf sich warten lassen. Wir bemerkten, dass der BB sich erhob und, das Auge mit der Hand beschattend, aufmerksam in die Ferne blickte. Dann suchte er sein Pferd auf, um dasselbe schleunigst zu besteigen. »Wohin?«, fragte ich. »Den BB entgegen«, antwortete er. »Sie kommen. Erlaube, dass ich sie vorbereite, Herr.« »Tu es.« Er ritt ab. Mohammed Emin aber meinte, »Emir, wirst du nicht einen Fehler begangen haben?« »Ich hoffe, dass mein Verhalten das Richtige ist. Wir haben Frieden geschlossen, und wenn ich ihm Misstrauen zeigte, so wäre dies gerade das rechte Mittel, ihn wieder zu unserem Feinde zu machen.« »Aber er war in unserer Hand und sollte uns als Geisel dienen.« »Er wird auf alle Fälle wiederkehren. Unsere Pferde stehen so, dass wir mit einem Sprung im Sattel sein können.
Haltet die Waffen bereit, aber so, dass es nicht auffällig ist.« »Was soll das nützen, Emir? Es werden ihre viele sein, und du willst ja, dass wir nur auf die Pferde und nicht auf die Reiter schießen.« »Mohammed Emin, ich sage dir, wenn dieser Bebe einen Verrat beabsichtigt, so können wir uns durch den Tod der Pferde nicht retten, und ich bin der Erste, welcher sein Gewehr auf die Reiter richtet. Bleibt ihr ruhig sitzen, ich aber werde mich an den Eingang postieren. Ihr könnt euch dann nach dem richten, was ich tue.« Ich schritt mit meinem Pferde der Enge zu, durch welche man in das Tal gelangte, stieg dann auf und nahm den Stutzen zur Hand. Mich nur wenig vorbeugend, konnte ich das Blachfeld übersehen und erblickte in gar nicht so bedeutender Entfernung einen dichten Reitertrupp, welcher stillhielt, um auf die Rede eines Einzigen zu hören. Dieser war der Bruder des Scheik. Nach einer Weile lösten sich zwei Reiter von dem Trupp ab und ritten auf das Tal zu, während die anderen auf der Stelle, welche sie inne hatten, halten blieben. Ich erkannte Scheik Ghassal Gaboya mit seinem Bruder und wusste nun, dass wir nichts mehr zu fürchten hatten. Als er herangekommen war und mich erblickte, parierte er sein Pferd. Der Ausdruck seines sonnverbrannten Angesichtes war noch immer kein freundlicher, und seine Stimme klang fast drohend, als er fragte: »Was willst du hier?« »Dich empfangen«, antwortete ich kurz. »Aber dein Empfang ist nicht sehr höflich, Fremder.« »Verlangst du von einem Emir aus dem Abendländer etwa, dich freundlicher zu behandeln, als du ihm entgegenkommst?« »Mann, du bist sehr stolz. Warum sitzest du zu Pferde?« »Weil auch du beritten bist.« »Komm mit zu deinen Gefährten. Dieser Mann, welcher der Sohn meines Vaters ist, wünscht, dass ich sehe, ob wir euch verzeihen können.« »So komm, denn auch meine Männer wollen sich beraten, ob ihr bestraft oder begnadigt werden sollt.« Das war ihm denn doch zu viel. »Mensch«, rief er mir zu, »bedenke, wer ihr seid und wer wir sind.« »Ich bedenke es«, antwortete ich ruhig. »Ihr seid nur 6 Männer.« Ich nickte lächelnd. »Und wir sind ein ganzes Heer.« Ich nickte noch einmal. »So gehorch und lass uns ein.« Ich nickte zum dritten Mal und drängte mein Pferd zur Seite, so dass der Scheik und sein Bruder den schmalen Eingang passieren konnten. Jetzt hatten wir gewonnen, denn wenn der Scheik gegen den Willen seines Bruders die Feindseligkeit fortsetzen wollte, so war er gänzlich in unsere Hand gegeben. Beide ritten auf die Gruppen meiner Gefährten zu, stiegen ab und setzten sich nieder. Ich tat dasselbe. »Ist's freundlich oder feindlich, Master?« frug mich Lindsay. »Weiß noch nicht. Wollt ihr etwas dabei tun?« »Versteht sich, yes.« »Nach einer Minute erhebt ihr euch mit der gleichgültigsten Miene.« »Well, fürchterlich gleichgültig.« »Ihr geht zum Eingang, um Wache zu halten.« »Watchman? Sehr schön, prächtig.« »Wenn ihr seht, dass die BB da draußen sich in Bewegung setzen, um hierher zu kommen, so ruft ihr.« »Yes, werde sehr laut schreien.« »Und wenn einer von diesen beiden hinaus will, ohne dass ich es ihm erlaubt habe, so schießt ihr ihn nieder.« »Well, werde meinen alten Schutzstick mitnehmen. All right. Bin David Lindsay. Mache keinen Spaß. Yes.« Die beiden BB hatten diese Unterhaltung natürlich auch gehört. »Warum redet ihr in einer fremden Sprache?« frug misstrauisch der Scheik. »Weil dieser tapfere Emir aus dem Abendland nur die Sprache seines Volkes redet«, antwortete ich, indem ich auf Lindsay deutete. »Tapfer? Meinst du wirklich, dass einer von euch tapfer sei?« Und mit einer sehr geringschätzenden Handbewegung fügte er hinzu: »Ihr seid vor uns geflohen.« »Du redest die Wahrheit, o Scheik«, erwiderte ich lachend. »Aber wir sind euch zweimal entkommen, weil wir kühner und tapferer sind als ihr. Kein Bebe ist imstande, es mit einem Abendländer aufzunehmen.« »Mann, willst du mich beleidigen?« »Ghassal Gaboya, lass deine Seele ruhig bleiben, damit du dein Auge klar erhältst. Du kommst zu uns, um über den Frieden zu verhandeln. Willst du ihn wirklich haben, so bitte ich dich, höflicher als bisher zu sein. Wir sind nur wenige Männer und du selbst sagst, dass ihr ein ganzes Heer seid, aber dieses Heer hat nicht vermocht, uns festzuhalten. Ist dies eine Schande oder eine Ehre für uns? Nicht aus Feigheit vermieden wir den Kampf mit euch, sondern weil wir euer Leben schonen wollten.« »Fremdling, du redest irre«, fiel er ein. »Meinest du? Ich habe einen Mann von euch vor mir auf meinem Pferde gehabt. Dein Bruder hier ist unser Gefangener gewesen, und als wir mitten in eurem Lager waren, um unsere beiden Gefährten zu befreien, da war sogar auch dein eigenes Leben in unsere Hand gegeben. Wir haben euch geschont und wollen euch jetzt noch schonen, aber wir verlangen nun auch, dass du klug sein sollst, die Lage zu erkennen, in der du dich befindest.«
Ich erkenne sie. Es ist die Lage des Siegers. Ich erwarte, dass ihr mich um Verzeihung bittet und alles herausgibt, was ihr uns gestohlen habt. Scheik, du irrst, denn du befindest dich in der Lage des Besiegten. Nicht wir sind es, sondern du selbst bist es, der um Verzeihung zu bitten hat. Und ich erwarte, dass du es augenblicklich tust. Der BB starrte mich vor Erstaunen wortlos an. Dann aber brach er in ein lautes Gelächter aus. »Fremdling, hältst du die BB für Hunde und mich, ihren Scheik, für den Bastard einer Hündin? Ich habe den Bitten dieses meines Bruders nachgegeben und bin zu euch gekommen, um die Größe eurer Schuld mit den Augen der Gnade zu untersuchen. Eure Strafe sollte milde sein. Da ihr doch nicht erkennen wollt, was zu eurem Heile dient, so mag der Ruf der Feindschaft zwischen uns weiter klingen, und ihr sollt erkennen, dass es nur meines Befehles bedarf, um euch zu zermalmen.« »Gib diesen Befehl, Scheik Ghazal Gaboya«, antwortete ich kalt. Da aber nahm sein Bruder zum ersten Mal das Wort. »Dieser Fremdling aus dem Abendland ist mein Freund. Er hat mich von der Schande und von dem Tode errettet. Ich habe ihm mein Wort gegeben, dass Frieden sein soll zwischen uns und ihm, und ich werde mein Wort halten.« »Halte es, wenn du es ohne mich vermagst«, antwortete der Scheik. »Ein Bebe bricht niemals sein Versprechen. Ich werde an der Seite meines Beschützers bleiben, solange er sich in Gefahr befindet. Und ich will doch sehen, ob die Krieger meines Stammes es wagen, Männer anzugreifen, welche sich unter meinen Schutz begeben haben.« »Dein Schutz ist nicht der Schutz des Stammes. Deine Torheit wird dein Unglück sein, denn du wirst mit diesen Leuten fallen.« Der Scheik erhob sich und trat zu seinem Pferde. »Ist dies dein Beschluss?« frug sein Bruder. »Ja. Bleibst du hier, so kann ich nichts weiter für dich tun, als dass ich den Befehl gebe, nicht auf dich zu schießen.« »Dieser Befehl wird nutzlos sein. Ich werde jeden töten, der meinem Freund bedroht, selbst wenn du es wärest, und dann wird man auch mich nicht schonen.« »Tue, was du willst. Allah hat zugegeben, dass du den Verstand verlierst. Er mag seine Hand über dich halten, wenn ich dich nicht mehr zu schützen vermag. Ich gehe.« Während sein Bruder bei uns sitzen blieb, stieg er zu Pferde, um das Tal zu verlassen. Da aber erhob Lindsay seine Büchse und hielt die Mündung auf die Brust des Scheiks gerichtet. »Stopp, old boy! Halt, halt, alter Junge!« gebot er. »Steige ab, sonst schieße ich dich ein wenig tot. Well!« Der Scheik wandte den Kopf zu mir zurück und frug, »Was will dieser Mann?« »Dich erschießen?« antwortete ich sehr ruhig, weil ich dir noch nicht erlaubt habe, diesen Ort zu verlassen. Er sah aus meiner kalten, unbeweglichen Miene, dass es mir ernst war. Er sah auch, dass der Engländer den Finger bereits am Drücker hatte. Er drehte sein Pferd wieder zurück und rief zornig, »Fremdling, du bist ein Schurke!« »Scheik, sage dieses Wort noch einmal, so gebe ich unserem Wächter ein Zeichen und du bist eine Leiche.« »Aber dein Verhalten ist Verrat. Ich kam als der Abgesandte meines Stammes und habe freie Rückkehr zu fordern.« »Du bist nicht der Abgesandte, sondern der Anführer deines Stammes. Das Recht der Unterhändler gilt nicht für dich.« »Weißt du, was das Recht der Völker ist?« »Ich weiß es, aber dir ist es nicht bekannt. Du hast vielleicht einmal davon sprechen hören, aber dein Geist ist nicht reif genug, es zu verstehen. Das Recht, von dem du redest, befiehlt Ehrlichkeit im Kampfe. Es befiehlt, den Feind zu benachrichtigen, dass man ihn anzugreifen beabsichtigt. Hast du dies getan? Nein. Du bist über uns hergefallen wie ein Räuber, wie ein Geier, welcher die Taube zerreißt. Nun willst du dich wundern, dass du als Räuber behandelt wirst? Du bist zu uns gekommen, weil du uns für Menschen hältst, die sich vor deiner Begleitung fürchten. Du sollst jedoch das Gegenteil erfahren. Du wirst diesen Ort nur dann verlassen, wenn es mir gefällig ist. Willst du den Ausgang erzwingen, so kostet es dich das Leben. Steige also ab und setze dich wieder zu uns. Aber vergiss nicht, dass ich Höflichkeit von dir erwarte und dass dein Tod ganz unvermeidlich ist, wenn deine BB es wagen sollten, uns hier anzugreifen.« Er folgte zögernd meinem Befehle, konnte es aber nicht unterlassen, drohend zu bemerken, »Meine Leute würden mich furchtbar rächen.« »Wir fürchten ihre Rache nicht. Das hast du bereits gesehen und wirst es auch noch weiter erfahren. Nun aber lass uns mit Besonnenheit reden über die Angelegenheit, welche dich zu uns geführt hat. Sprich, Scheik Ghazal Gaboya, aber vermeide jede Beleidigung.« »Ihr seid unsere Feinde, denn ihr habt euch den Bejad angeschlossen, um uns zu berauben.« »Das ist ein Irrtum. Die Bejad trafen uns während eines Nachtlagers, und ihr Scheik Haider Mirlam lud uns ein, seine Gäste zu sein. Er sagte uns, dass er zu einem Feste der Dschihad wolle, und wir glaubten es. Hätten wir gewusst, dass es seine Absicht sei, euch zu überfallen, so hätten wir uns ihm nicht angeschlossen. Er nahm eure Herden, während wir schliefen, und als ich die Wahrheit bemerkte, habe ich ihm meinen Zorn zu erkennen gegeben. Du überfielst uns und ließest uns verfolgen.
Wir fürchteten uns nicht. Wir schonten euch und entkamen, nachdem ich euch bewiesen hatte, dass wir unschuldig seien. Du ließest uns dennoch nicht ruhig ziehen. Du legtest uns einen Hinterhalt. Wir nahmen deinen Spion gefangen und ließen Gnade walten. Du griffst uns an und wir schonten euer Leben. Ich kam in euer Lager. Ich holte meine gefangenen Gefährten. Ihr waret in meine Hand gegeben. Ich aber ließ nicht einen Tropfen Blutes fließen. Ihr jagtet uns nach. Wir fingen deinen Bruder, doch wurde ihm kein Haar gekrümmt. Strenge deine Gedanken an, o Schreik, und begreife, dass wir nicht als Feinde, sondern als Freunde an euch gehandelt haben. Zum Dank dafür kommst du mit bösen Worten und Beleidigungen, und statt uns um Verzeihung zu bitten, verlangst du, dass wir dies tun sollen. Allah sei Richter zwischen uns und euch. Wir fürchten euch nicht. Suche ja nicht zu erfahren, dass ihr uns zu fürchten habt. Er hatte mir nur mit halber Aufmerksamkeit zugehört und entgegnete jetzt ziemlich höhnisch: Deine Rede ist sehr lang, Fremdling, aber alles, was du sagst, ist unrichtig und falsch. Beweise dies. Dieser Beweis fällt mir leicht. Die Bejad sind unsere Feinde. Ihr wart bei ihnen, folglich seid ihr unsere Feinde. Als meine Leute euch verfolgten, schosset ihr ihnen die Pferde tot. Ist dies Freundschaft? War es Freundschaft, dass ihr uns verfolgt habt? Du hast mich an den Kopf geschlagen, dass ich die Besinnung verlor. Du schlugst dann den tapfersten meiner Krieger mit der Hand in das Gesicht und schleuderst ihn vom Pferde wie einen verächtlichen Wurm. Ist dies etwa Freundschaft? Du griffst mich an, folglich schlug ich dich nieder. Dein tapferster Krieger verhöhnte mich, darum zeigte ich ihm, dass er ein Wurm gegen mich sei. Deine Schläge waren die größte Beleidigung, die es gibt. Der Beleidigte fordert dein Blut. Meine Schläge müssen keine Beleidigung, sondern eine Ehre für ihn gewesen sein, da du ihm dann doch noch erlaubt hast, an deiner Seite zu kämpfen. Wenn er mein Blut verlangt, so mag er kommen, um es sich zu nehmen. Endlich hast du uns gestern die besten unserer Pferde gestohlen. Ist dies Freundschaft? Ich nahm euch diese Pferde, weil ihr die unsrigen erschossen habt. Alle deine Vorwürfe sind falsch und grundlos. Wir haben weder Zeit noch Lust, unsere Geduld noch länger missbrauchen zu lassen. Sage uns kurz, was du verlangst, und dann werde ich dir eine ebensolche Antwort geben. Nun rückte der Scheik mit seinen Bedingungen heraus, indem er begann: Ich verlange, dass ihr zu uns kommt. Weiter, sagte ich. Ihr übergebt uns eure Pferde, eure Waffen und alles, was ihr bei euch tragt. Weiter. Du gibst dem Manne, den du geschlagen hast, Rechenschaft. Weiter. Dann könnt ihr ziehen, wohin ihr wollt. Ist dies alles? Ja, du siehst, dass ich sehr gnädig bin. Worin soll die Rechenschaft bestehen, welche ich zu geben habe? In einer Entschädigung, deren Höhe wir bestimmen werden. Ich hoffe, dass du zu meinem Verlangen Ja sagen wirst. Ich sage nicht Ja, sondern Nein. Nicht ihr seid es, sondern wir sind es, die zu fordern haben. Und übrigens ist dein Verlangen unsinnig. Wie könnte ich eine Entschädigung zahlen, wenn ihr uns bereits alles genommen hättet? Wir raten euch, uns unangefochten ziehen zu lassen. Das ist das Beste für euch. Bedenke, dass du dich in meiner Hand befindest. Willst du mich ermorden lassen? Nicht ermorden, sondern töten, sobald die BB die geringste Feindseligkeit gegen uns begehen. Sie würden mich rächen, das habe ich dir bereits gesagt. Sie würden dich nicht rächen, sondern nur sich verderben. Blicke her, Scheik Ghazal al-Gaboya. In diesem Gewehr habe ich 25 Kugeln und in dieser Büchse 2. Jeder dieser 2 Revolver hat 6 Kugeln und jede deiner Pistolen, die du hier in meinem Gürtel siehst, 2. Ich kann also 43 Mal schießen, ohne zu laden. Meine Gefährten sind nicht weniger gut bewaffnet und wir befinden uns hier an einem Ort, dessen Eingang nur je ein einzelner Feind passieren könnte. Deine Leute würden daher fallen, ohne Gelegenheit zu finden, auch nur einen einzigen von uns zu verwunden oder gar zu töten. Folge mir und der Stimme deines Bruders. Lass uns in Frieden ziehen. Soll ich mich von den meinigen verlachen und verhöhnen lassen? Wie kannst du so viele Kugeln in deinem Gewehr haben? Deine Worte klingen nicht, als ob du die Wahrheit redest. Ich lüge nicht. Die Siladar des Abendlandes sind geschickter als die eurigen. Blicke genau her, ich will dir diese Gewehre erklären. Ich zeigte ihm die Einrichtung des Repetierstutzens und der Revolver, und seine besorgter werdende Miene bewies mir, dass meine Taktik die richtige sei. Allah ist allmächtig, murmelte er. Warum gibt er nicht seinen Gläubigen die Weisheit, solche Gewehre zu verfertigen? Weil sie solche Gewehre missbrauchen würden. Allah ist allgütig und allweise. Er schenkt diese Gewehre nur dem Christen, welcher sich ihrer erst dann bedient, wenn seine Langmut nichts mehr fruchten will. Sage, was du beschlossen hast. Ja, ich habe eure Waffen gesehen.
Sie sind vorzüglich, aber wir fürchten Sie dennoch nicht. Trotzdem will ich Gnade über euch ergehen lassen, wenn ihr mir gebt, was ich jetzt fordern werde. Was forderst du? Die 6 Pferde, die ihr uns genommen habt, und den Rappen, den du reitest. Außerdem gibst du mir dieses Gewehr mit 25 Kugeln und die beiden Pistolen mit 6 Kugeln, nebst den Waffen, welche du aus meinem Zelte genommen hast. Sonst nichts. Du wirst keines deiner Pferde erhalten, da ihr die unsrigen erschossen habt. Du wirst auch den Hengst nicht bekommen, denn er ist mehr wert als 1000 Pferde der BB. Auch meine Waffen brauche ich selbst. Um dir jedoch zu zeigen, dass ich gütig bin, sollst du deine Flinte und deine Pistolen wieder erhalten, sobald ich die Überzeugung besitze, dass ihr uns in Frieden ziehen lasst. Bedenke wohl, Fremdling, was du... Er hielt inne, denn draußen fiel ein Schuss. Noch einer und noch mehrere. Ich wandte mich zu dem Engländer. Was gibt's, Sir? Dorian, antwortete er. Dieses Wort elektrisierte mich so, dass ich in der nächsten Sekunde am Eingange stand. Wirklich, es war der Windhund. Die Kurden machten Jagd auf ihn, er aber war so klug, einen Bogen zu schlagen, um sie zu umgehen. Doch schien diese List keinen Erfolg zu haben. Er war so angegriffen und ermüdet, dass die kleinen, struppigen Pferde der BB eine größere Schnelligkeit entwickelten als er. Ich bemerkte, dass er sich in der größten Gefahr befand, erschossen zu werden. Ich sprang zu meinem Pferde. »Scheik Gazal Gaboya, jetzt kannst du sehen, was ein Emir aus dem Abendlande verworfen hat. Aber hüte dich, den Eingang zu überschreiten. Du bist mein Gefangener, bis ich wiederkehre.« Ich bestieg das Pferd. »Wohin sind die?« frug Halef. »Den Hund beschützen.« »Ich reite mit.« »Du bleibst. Sorge dafür, dass die beiden BB nicht entkommen.« Ich ritt hinaus auf das Blachfeld und gab mit dem ausgestreckten Arm den Kurden ein Zeichen von dem Hunde abzulassen. Sie sahen es wohl, befolgten es aber nicht. Auch der Hund erblickte mich und kam, anstatt den eingeschlagenen Bogen weiter zu verfolgen, auf mich zugerannt. Diese Richtung führte ihn ganz nah an seinen Verfolgern vorüber. Es kam mir gar nicht in den Sinn, mir das brave Tier, welches sich bereits verloren geglaubt hatte, erschießen zu lassen. Darum hielt ich, in Schussweite angekommen, mein Pferd an und zeigte ihm den Lauf meiner Büchse. Auf dieses Zeichen stand es vollständig bewegungslos. Ich legte an und warf mit 2 Schüssen die Pferde der beiden Kurden, welche dem Hunde am nächsten waren, in das Gras. Dorian kam unbeschädigt vorüber, aber die BB erhoben ein Geschrei des Zorns und kamen auf mich losgesprengt. Vor Freuden, mich wiedergefunden zu haben, war der Hund mit einem einzigen Satz bei mir auf dem Pferde. Ich aber stieß ihn sofort herab, da er verderblich werden konnte. »Buraya, Buraya, herbei, hierher!« hörte ich es am Eingange des Tales rufen. Es war der Scheik, welcher diese Gelegenheit benutzen wollte, aus seiner nichts weniger als angenehmen Lage zu entkommen. Die Kurden vernahmen diesen Ruf, spornten ihre Pferde an und schwangen die Waffen. Ich kam ihnen natürlich zuvor und sah, als ich den Eingang erreichte, den Scheik am Boden liegen, während Halef und der Engländer beschäftigt waren, ihn zu binden. Sein Bruder stand frei daneben und seine ganze Haltung zeigte, dass er neutral bleiben wolle. »Nimm mir, schone meine Brüder«, bat er. »Wenn du den Scheik bewachst«, antwortete ich. »Ich werde es tun, Herr.« Ich sprang vom Pferd und gebot den Gefährten, sich hinter die Felsen des Einganges zu legen. »Schießt nur auf die Pferde«, bat ich. »Hast du so dein Wort, Emir?« zürnte Mohammed Emin. Der Bruder des Scheik meint es ehrlich. Die erste Salve also nur auf die Pferde. Dann werden wir weitersehen. Dies alles war so schnell gegangen, dass die BB sich nun gerade in Schussweite befanden. Ich hatte die beiden Läufe der Büchse abgeschossen und nahm den Stutzen zur Hand. Unsere Schüsse krachten, einmal und noch einmal. »Bounce, part out, da stürzen sie«, rief der Engländer. 5, 8, 9 Pferde, yes.« Er erhob sich aus seiner knienden Stellung, um, wie die anderen, während ich fortschoss, sein Gewehr wieder zu laden. Auch Alo, der Köhler, hatte mit der Flinte des Scheiks einen Schuss abgegeben. Er war schuld, dass einer der BB verwundet wurde. Die anderen waren ihrer Kugel sicher. Die erste Salve hielt den Anprall der Kurden so lange auf, bis wieder geladen war. Die zweite aber brachte ihn vollends zum Stehen. »Komm an, vorwärts«, schrie Lindsay. »Hinaus, totschlagen diese Houndcatchers, diese Hundejäger.« Er nahm die Büchse bei dem Lauf und wollte sich wirklich auf die Kurden werfen. Ich fasste ihn aber und hielt ihn zurück. »Seid ihr des Teufels, Sir?« rief ich. »Wollt ihr um eure schöne Patentnase kommen? Bleibt doch, wo ihr seid.« »Warum? Der Augenblick ist gut. Drauf, Master, drauf!« »Unsinn. Hier sind wir sicher, draußen aber nicht.«
»Sicher. So legt euch auf das Kanapee und haltet Mittagsruhe, Master. Dummheit, die Kerle laufen zu lassen. Well.« »Nur ruhiges Blut. Seht ihr, dass sie sich zurückziehen? Sie haben eine gute Lehre erhalten, an welche sie denken werden.« »Schöne Lehre. Kostet sie nur ein paar Pferde.« Da legte mir der Bruder des Scheiks die Hand auf den Arm. »Emir«, sagte er, »ich danke dir. Du konntest so viele und noch mehr von ihnen töten, als Pferde draußen liegen, und hast es doch nicht getan. Du bist ein Christ, aber Allah wird dich schützen.« »Siehst du ein, dass unsere Waffen den euren überlegen sind?« »Ich sehe es.« »So geh hinaus zu dem BP und erzähle es ihnen.« »Ich werde es tun. Was wird aber mit dem Scheik?« »Er bleibt hier. Ich gebe dir eine ganze Viertelstunde Zeit. Bist du dann noch nicht mit der Botschaft des Friedens zurückgekehrt, so wird der Scheik an dieser Wurzel da oben aufgehängt. Zweifle nicht daran. Ich bin es müde, mit einem unverständigen Feinde zu kämpfen.« »Und wenn ich Frieden bringe?« »So gebe ich den Scheik frei.« »Und was er von dir verlangte?« »Gebe ich nicht.« »Auch nicht seine Flinte und seine Pistolen?« »Nein. Er trägt die Schuld des Angriffes, den wir soeben abgeschlagen haben. Er hat nicht die geringste Nachsicht mehr zu erwarten. Wir sind die Sieger. Tue, was du willst.« Er ging, und ich hatte zunächst nur darauf bedacht, meine Gewehre wiederzuladen. Dabei lag mir der Hund zu Füßen und winselte vor Freude, obgleich ihm vor Erschöpfung die Zunge aus dem Maule hing. »Was denkst du, Emir?« frug Ahmad El-Gandur. »Hat er den Wächter der Pferde erbissen, bei dem er zurückgeblieben ist?« »Ich hoffe es nicht. Ich will annehmen, dass er den Mann verlassen hat, weil ihm die Zeit zu lang geworden ist. Er hat den ganzen Nachmittag und die ganze Nacht bei ihm gewacht. Das arme Tier ist fürchterlich ermattet. Aleph, gib ihm zu fressen. Erst später wird er Wasser lecken dürfen.« Der Scheik lag gebunden am Boden und sprach kein Wort, aber seine Augen folgten jeder unserer Bewegungen. Man sah es ihm an, dass er niemals unser Freund sein könne. Wir hatten mit Spannung auf den Bescheid, den wir von den Bijat erhalten würden. Sie hielten eng beieinander, und wir sahen aus der Lebhaftigkeit ihrer Gestikulationen, dass ihre Beratung eine stürmische sei. Endlich kehrte unser Bote zurück. »Ich bringe den Frieden her«, sagte er. »Unter welcher Bedingung?« »Unter keiner.« »Das hatte ich nicht erwartet. Du scheinst sehr eifrig für uns gesprochen zu haben. Ich danke dir.« »Verstehe mich wohl, ehe du mir dankest, Herr. Ich bringe dir zwar den Frieden, aber auch die BB gehen auf keine Bedingungen ein.« »Ah, und das nennen Sie einen Frieden? Gut, so werde ich mich sicherstellen. Sage ihnen, dass ich den Scheik, deinen Bruder, als Geisel mit mir nehmen werde.« »Wie lange wirst du ihn behalten?« »So lange, als es mir gefällt. So lange, bis ich sicher bin, dass ich nicht verfolgt würde. Dann wird er unbeschädigt entlassen.« »Ich glaube dir. Erlaube, dass ich es meinen Brüdern sage.« »Gehe hin und gebiete ihnen, sich bis an die Berge zurückzuziehen, welche die Ebene dort begrenzen. Sobald ich merke, dass sie uns folgen, stirbt der Scheik.« Er ging, und bald sahen wir, dass alle BB, beritten und unberitten, langsam nach Norden zogen. Er selbst aber kam wieder, um sein Pferd zu holen. »Emir«, sagte er, »ich war dein Gefangener. Gibst du mich frei?« »Ja, du bist mein Freund. Hier, nimm die Pistolen deines Bruders. Nicht ihm, sondern dir gebe ich sie zurück. Die Flinte aber bleibt das Eigentum des Mannes, dem ich sie geschenkt habe.« Er blieb bei uns, bis man den Scheik auf sein Pferd gebunden hatte und wir vollständig marschbereit waren. Dann reichte er mir die Hand. »Lebe wohl, Herr. Allah segne deine Hände und deine Füße. Du nimmst einen Mann mit dir, der dein Feind und nun auch der meinige ist, und dennoch empfehle ich ihn deiner Güte, denn er ist der Sohn meines Vaters.« Er sah uns lange nach, bis wir verschwunden waren. Der Scheik aber hatte keinen Blick für ihn gehabt. Es war sicher, dass sie Feinde geworden waren. Wir behielten die südliche Richtung bei. Aleph und Alu hatten den Scheik zwischen sich genommen, und außer einigen kurzen Bemerkungen, welche zuweilen nötig waren, wurde der Weg mit Schweigsamkeit verfolgt. Ich merkte es den Gefährten an, dass mein Verhalten während der letzten Tage nicht ihren Beifall hatte. Es fiel zwar keine Bemerkung darüber, aber es war aus ihren Blicken, aus ihren Mienen und aus ihrem ganzen mürrischen Wesen zu erkennen. Ein offenes Aussprechen wäre mir lieber als diese Verschlossenheit gewesen. Auch die uns umgebende Natur war keine freundliche. Wir ritten über öde Bergkuppen, nackte Hänge, finstere Schluchten. Es wurde am Abend so kalt und zugig wie im Winter,
und die Nacht, welche wir zwischen zwei gegeneinander geneigten Felsen zubrachten, vermochte es nicht, eine andere Stimmung in uns zu erwecken. Kurz vor Tagesgrauen nahm ich eine Büchse, um irgendein Wild zu beschleichen. Nach langem Suchen gelang es mir, einen armen Dachs zu schießen, den ich als einzige Beute zum Lager brachte. Die Gefährten waren bereits alle munter. Ein Blick, welchen Halef mir unbeachtet zuwarf, sagte mir, dass während meiner Abwesenheit irgendetwas vorgegangen sei. Um zu erfahren, was es sei, brauchte ich gar nicht lange zu warten, denn ich hatte mich kaum niedergelassen, so frug Mohammed Emin: »Emir, wie lange sollen wir diesen Bebé noch mit uns schleppen?« »Wenn du ein längeres Gespräch beabsichtigst«, antwortete ich, »so entfernt vorher den Gefangenen, der jedenfalls ebenso gut das Arabische versteht wie sein Bruder. Hallo mag ihn in seine Obhut nehmen.« Ich folgte diesem Vorschlage, führte den Scheik an eine entferntere Stelle und ließ ihn da in der Obhut des Köhlers, dem ich bedeutete, dass er die größte Achtsamkeit auf den Gefangenen zu verwenden habe. Dann kehrte ich zu den anderen zurück. »Jetzt sind wir unbelauscht«, meinte Mohammed Emin, »und ich wiederhole meine Frage, wie lange wir den Bebé noch mit uns herumschleppen sollen.« »Warum tust du diese Frage?« »Bin ich nicht berechtigt, sie zu tun, Effendi?« »Du hast ein Recht dazu, welches ich dir nicht bestreite. Ich wollte ihn bei mir behalten, bis ich sicher sein kann, dass wir nicht verfolgt werden.« »Wie willst du diese Sicherheit erhalten?« »Dadurch, dass ich mich überzeuge. Wir setzen unseren Weg bis Mittag fort. Dann nehmt ihr an einer geeigneten Stelle gleich Nachtlager. Ich aber reite zurück und bin überzeugt, dass ich die BB sicher entdecken werde, falls sie uns folgen. Morgen am Vormittag bin ich wieder bei euch.« »Ist ein solcher Feind so viel der Mühe wert?« »Nicht er ist es wert, aber unsere Sicherheit erfordert es.« »Warum willst du es dir und uns nicht leichter machen?« »Auf welche Weise könnte dies geschehen?« »Du weißt, dass er unser Feind ist?« »Sogar ein sehr schlimmer Feind.« »Der uns wiederholt nach dem Leben trachtete?« »Allerdings.« »Der uns sogar verriet, als er sich in unseren Händen befand? Denn er rief die Seinigen herbei, als du das Tal verlassen hattest, um den Hund zu verteidigen.« »Auch dies ist richtig.« »Nach den Gesetzen der Schamar hat er mehrfach den Tod verdient.« »Gelten diese Gesetze auch hier?« »Überall, wo ein Schamar zu richten hat.« »Ah, ihr wollt den Gefangenen richten? Ich denke, ihr habt ihm bereits das Urteil gesprochen. Wie lautet es?« »Der Tod.« »Warum habt ihr dieses Urteil nicht bereits vollstreckt?« »Konnten wir dies ohne dich tun, Emir?« »Ihr habt nicht den Mut, das Urteil ohne mich zu vollstrecken, aber ihr habt das Herz, den Gefangenen ohne mich zu richten?« »O Mohammed Emin, du gehst auf falschem Wege, denn der Tod des Gefangenen wäre auch der deinige gewesen.« »Wie willst du mir das erklären?« »Sehr leicht. Hier sitzt mein Freund David Lindsay Bey, hier mein tapferer Haji Halef Omar. Glaubst du, dass sie dir erlaubt hätten, in meiner Abwesenheit den Bebé zu töten?« »Sie hätten uns nicht gehindert. Sie wissen, dass wir stärker sind als sie.« »Das ist wahr. Ihr seid die tapfersten Helden der Hadithin, aber diese beiden Männer haben noch niemals Furcht oder Angst gefühlt. Was denkst du wohl, was ich getan hätte, wenn ich nach meiner Rückkehr Zeuge eures Tuns geworden wäre?« »Du hättest es nicht mehr zu ändern vermocht.« »Das ist richtig, aber es wäre euer Tod gewesen. Ich hätte das Messer vor euch in die Erde gesteckt und mit euch gekämpft als Rächer dessen, der ermordet wurde, obgleich er sich unter meinem Schutze befand. Allah allein weiß, ob es euch gelungen wäre, mich zu überwinden.« »Emir, lass uns darüber schweigen. Du siehst ja, dass wir dich fragen, wovor wir handeln. Der Scheik hat den Tod verdient. Lass uns über ihn beraten.« »Beraten? Wisst ihr nicht, dass ich seinem Bruder versprochen habe, ihn unverletzt ziehen zu lassen, sobald ich überzeugt bin, dass wir nicht verfolgt werden?« »Es war ein voreiliges Versprechen. Du gabst es, ohne uns vorher zu fragen. Bist du etwa unser Gebieter, dass du dir jetzt angewöhnt hast, ganz aus eigener Macht zu handeln?« Das war ein Vorwurf, den ich nicht erwartet hatte. Ich schwieg einige Zeit, um mein Gewissen zu prüfen. Dann antwortete ich: »Ihr habt recht, wenn ihr sagt, dass ich zuweilen gehandelt habe, ohne euch zu fragen. Dies geschah aber nicht, weil ich mich für den Höchsten von euch halte, sondern aus anderen Gründen. Ihr versteht nicht Kurdisch, und ich war also stets der Einzige, der mit den Kurden zu sprechen hatte. Konnte ich euch da vor jeder Frage, welche ich erhielt, und bei jeder Antwort, welche ich erteilte, die Worte übersetzen? Hat man bei einem Entschluss, der schnell gefasst werden muss, bei einer Tat, die nicht den mindesten Aufschub erleiden darf, Zeit und Gelegenheit, sich mit Gefährten zu beraten, die nicht einmal eine und dieselbe Sprache reden? Ist es nicht immer zu unserem Nutzen gewesen, wenn ihr das tatet, was ich euch riet?
Seit wir mit den Bejar zusammengekommen sind, ist dein Rat niemals ein guter gewesen.« »Ich bin mir dessen nicht bewusst, obgleich ich nicht mit euch streiten will. Ich bin nicht Allah, sondern ein Mensch, der sich irren kann. Ihr habt mir bisher die Leitung freiwillig überlassen, weil ihr Vertrauen zu mir hattet. Da ich nun aber sehe, dass dieses Vertrauen verschwunden ist, so trete ich ebenso freiwillig zurück.« »Mohammed Emin, du bist der Älteste von uns. Es sei dir gern die Ehre gegönnt, unser Anführer zu sein.« Das hatten sie nicht erwartet. Aber der letzte Satz schmeichelte dem alten Hadidin zu sehr, als dass er mein Anerbieten unerörtert zurückgewiesen hätte. »Ist dies dein fester Wille, Emir? Und du glaubst wirklich, dass ich euer Anführer sein kann?« »Ja, denn du bist ebenso weise wie stark und tapfer.« »Ich danke dir, aber ich kenne das Kurdische nicht.« »Ich werde dein Dolmetscher sein.« »Der gute Mann begriff nicht, dass es infolge der eigentümlichen Zusammensetzung unserer kleinen Gesellschaft gar nicht möglich war, die absolute Führung in eine bestimmte Hand zu legen. Übrigens, fügte ich hinzu, kommen wir ja sehr bald in Gegenden, wo nur Arabisch gesprochen wird. Sind die anderen mit deinem Vorschlag einverstanden?« frug Mohammed. »Hadschi Halef Omar wird tun, was ich will, und den Engländer werde ich jetzt einmal fragen.« Nachdem ich dem Engländer die Sachlage erklärt hatte, erklärte er trocken: »Mach keinen Fehler, Master. Habe längst bemerkt, dass die Hadidin irgendetwas auf dem Herzen haben. Wir sind Christen, wir sind ihnen viel zu human. Well.« »Ihr werdet das Rechte getroffen haben. Nun soll ich euch fragen, ob ihr Scheik Mohammed als Führer anerkennt.« »Yes, wenn er die Wege weiß. Im Übrigen aber kümmere ich mich den Kuckuck um einen Führer. Ich bin Englishman und tue, was mir beliebt.« »Soll ich ihm dies sagen?« »Sagt es ihm, und sagt ihm meinetwegen noch Verschiedenes, was euch beliebt. Ich bin es zufrieden, selbst wenn dieser Köhler Allo den Meister spielen will.« Ich machte diese Meinung dem Hadidin bekannt mit den Worten: »David Lindsay Bey ist einverstanden. Ihm ist es gleich, wer Anführer ist, du oder Allo, der Kohlenbrenner. Er ist ein Emir aus Inglistan und tut nur, was ihm gefällt.« Mohammed Emin zog die Brauen ein wenig zusammen. Seine Herrschaft geriet gleich im Anfange ins Wanken. »Wer Vertrauen zu mir hat, der wird mit mir zufrieden sein«, meinte er. »Doch jetzt wollen wir über den BB sprechen. Er hat den Tod verdient. Soll er die Kugel oder den Strick erhalten?« »Keines von beidem. Ich habe dir bereits gesagt, dass ich mich mit meinem Worte für sein Leben verbürgt habe.« »Emir, das gilt nichts mehr, denn ich bin Anführer geworden. Was der Anführer sagt, das muss geschehen.« »Was der Anführer sagt, das wird geschehen, wenn die anderen damit einverstanden sind.« »Ich werde nicht zugeben, dass mein Wort gebrochen wird.« »Effendi!« »Scheik Mohammed Emin.« Da zog der kleine Halef eine seiner Pistolen hervor und frug mich: »Sidi, wünschest du, dass ich irgendjemandem eine Kugel durch den Kopf jage? Bei Allah, ich tue es sofort.« »Hadschi Halef Omar, lass deine Waffe stecken, denn wir sind Freunde, obgleich die Hadidin dies zu vergessen scheinen«, antwortete ich ruhig. »Ja, wir vergessen es nicht«, verteidigte sich Ahmad al-Gandur. »Du darfst aber auch nicht vergessen, dass du ein Christ bist, der sich in Gesellschaft wahrer Gläubiger befindet. Hier gelten die Gesetze des Koran, und ein Christ soll uns nicht hindern, sie auszuüben. Du hast schon den Bruder dieses Scheiks verteidigt. Ihn selbst lassen wir uns nicht entreißen. Warum gebietest du uns, nur auf die Pferde zu schießen? Sind wir Knaben, welche ihre Waffen nur zum Spiele erhielten? Warum sollen wir Verräter schonen? Die Lehre, welcher du folgest, wird dir noch das Leben kosten.« »Schweig, Ahmad al-Gandur, denn du bist allerdings noch ein Knabe, obgleich du einen Namen trägst, der Held bedeutet. Lerne erst Männer kennen, ehe du redest.« »Ja«, rief er zornig, »ich bin ein Mann.« »Nein, denn wärest du ein Mann, so wüsstest du, dass ein solcher sich nie zwingen lässt, sein Wort zu brechen.« »Du sollst es nicht brechen, denn nur wir sind es ja, die den BW bestrafen.« »Ich verbiete es.« »Und ich befehle es«, rief Mohammed Emin, indem er sich zornig erhob. »Hast du hier zu befehlen?« frug ich ihn. »Hast du hier zu verbieten?« antwortete er mir. »Ja, mein verpfändetes Wort gibt mir das Recht dazu.« »Dein Wort gilt nichts. Wir sind es müde, uns von einem Manne regieren zu lassen, der unsere Feinde liebt. Du hast vergessen, was ich an dir tat. Ich nahm dich auf als Gast bei mir. Ich beschützte dich. Ich gab dir sogar das Pferd, welches mir die Hälfte meines Lebens wert war. Du bist ein Undankbarer.« Ich fühlte, wie mir das Blut aus den Wangen wich und dass die Hand nach dem Dolche zuckte. Aber es gelang mir, mich zu bezwingen. »Nimm das Wort wieder zurück«, antwortete ich kalt, indem ich mich erhob. Ich gab Halef einen Wink und schritt dann der Stelle zu, wo der gefangene Scheik mit dem Kohlenbrenner lag. Dort setzte ich mich nieder. Keine Minute später saß auch der Engländer bei mir.
»Was gibt es, Master?« frug er. »Zauns, ihr habt ja Wasser im Auge. Mensch, sagt mir, wen ich erschießen oder erwürgen soll.« »Den, der diesen Gefangenen anzutasten wagt.« »Mir ist es.« »Die hatte den. Scheik Mohammed warf mir vor, dass ich undankbar sei. Ich habe ihm den Rappen wiedergegeben.« »Den Rappen? Seid ihr verrückt, Master? Ein solches Tier zurückzugeben, nachdem es euer festes Eigentum geworden war? Aber ich hoffe, dass es sich noch ändern lässt.« Da kam Halef vorbei, zwei Pferde führend. Das eine war das seinige und das andere war das überzählige, welches ich den Bebe genommen hatte. Es trug mein Sattelzeug, welches Halef dem Rappen abgenommen hatte. Auch meinem kleinen Hadschi stand ein Tropfen im Auge und seine Stimme zitterte, als er sagte, »Du hast recht gehandelt, Herr. Der Scheitan ist in die Hattedin gefahren. Soll ich die Peitsche nehmen, um ihn wieder auszutreiben?« »Ich verzeihe Ihnen. Lasst uns aufbrechen.« »Sidi, was tun wir, wenn Sie den Bebe töten wollen?« »Wir schießen Sie augenblicklich nieder.« »Das ist mir recht und lieb. Allah steinige diese Schurken.« Der Gefangene wurde wieder auf sein Pferd gebunden und wir stiegen auf. Ich natürlich nicht auf den Rappen, sondern auf den Blässfuchs, welcher in Deutschland vielleicht ein 400-Taler-Pferd gewesen wäre. Der kleine Zug setzte sich in Bewegung und kam an den Hadedin vorüber, welche noch im Grase saßen. Sie mochten gemeint haben, dass wir nachgeben würden. Jetzt aber, da sie sahen, dass ich ernst machte, sprangen sie empor. »Emir, wohin willst du?« frug Mohammed Emin. »Fort«, antwortete ich kurz. »Ohne uns?« »Wie es euch beliebt.« »Wo ist der Rappe?« »Drüben, wo er angehoppelt war.« »Maschallah, er ist ja dein.« »Er ist wieder dein. Salama. Allah gebe dir Friede.« Ich gab meinem Pferde die Sporen und wir sausten dem Trabe davon. Kaum aber hatten wir eine kleine englische Meile zurückgelegt, so kamen uns die beiden nach. Ahmad el-Gandur hatte den Rappen bestiegen und führte sein Pferd an der Hand. Jetzt war es ganz unmöglich geworden, den Hengst zurückzunehmen. Mohammed Emin kam an meine Stelle, während sein Sohn zurückblieb. »Ich denke, ich sollte der Führer sein, Emir«, begann er. »Wir brauchen einen Führer, aber keinen Tyrannen.« »Ich will den Bebe bestrafen, der mich und meinen Sohn gefangen nahm. Was aber habe ich dir getan?« »Mohammed Emin, du hast die Liebe und Achtung von drei Männern geraubt, welche für dich und deinen Sohn ihr Leben wagten und bis heute für euch ohne Zaudern in den Tod gegangen wären.« »Effendi, verzeihe.« »Ich zürne dir nicht.« »Nimm den Hengst zurück.« »Niemals.« »Willst du mein Alter züchtigen und meinen grauen Bart beschämen?« »Gerade dein Alter und der Schnee deines Bartes sollten dir gesagt haben, dass der Zorn nie Gutes tut.« »Soll unter den Kindern der Beni Arab allüberall erzählt werden, dass der Scheik der Hadedin ein Geschenk zurückerhielt, weil er nicht würdig war, es zu geben?« »Man wird es erzählen.« »Emir, du bist grausam, denn du wirst Schande auf mein Haupt.« »Du hast es selbst getan. Ich war dein Freund und ich liebte dich. Auch heute verzeihe ich dir. Ich weiß, welche Schande es sein wird, wenn du zurückkehrst zu den Deinen und den Hengst wiederbringst. Ich möchte dir helfen, aber ich vermag es nicht.« »Du vermagst es. Du brauchst ja nur den Hengst wieder anzunehmen.« »Ich würde es tun, dir zu Liebe und Ehre, aber es ist unmöglich geworden. Blicke zurück.« Er sah sich um und schüttelte aber den Kopf. »Ich sehe nichts. Was meinst du, Emir?« »Siehst du nicht, dass der Rappe bereits einen Besitzer hat?« »Jetzt verstehe ich dich, Effendi. Ahmed al-Gandur wird absteigen.« »Aber ich werde das Pferd nicht nehmen. Er hat seinen Sattel aufgelegt und das Tier bestiegen. Dies ist ein Zeichen, dass ihr es von mir zurückgenommen habt. Brächtest du es mir so herbei, wie ich es dir zurückgelassen habe, ungesattelt und unberührt, so würde ich denken, dass wir Freunde waren und ich könnte die Schmach von dir nehmen. Ahmad al-Gandur hat mir vorgeworfen, dass ich ein Christ bin und als solcher handle. Nun wohl, er ist ein Moslem, ohne als solcher zu handeln, denn er besteigt dein Pferd, dessen Rücken einen Christen trug. Erzähle dies den Gläubigen, mit denen du zusammenkommst.« »Nala ilala, was haben wir für Fehler begangen?« Der alte Scheik dauerte mich, aber ich konnte ihm nicht helfen. Sollte ich eine Schande auf mich laden, um ihm die seine zu ersparen? Nein. Ich konnte gar nicht begreifen, was den beiden so verständigen Männern auf einmal in den Kopf gefahren war. Persönliche Rücksichten waren sicherlich nicht der Grund. Vielleicht war der Keim zu ihrem Verhalten schon lange Zeit in ihnen versteckt gewesen und von mir gepflegt worden durch die Nachsicht, mit welcher ich unsere Gegner behandelt wissen wollte.
Die Schonung aber, welche ich gegen die beiden Bebe gezeigt hatte, war dann der Tropfen gewesen, welcher das Gefäß überlaufen lässt. Aber trotzdem mir der Verlust des Hengstes mehr als genug zu Herzen ging, fiel es mir gar nicht ein, meine milden Anschauungen den rachsüchtigen Gewohnheiten dieser Nomaden zu opfern. Der hatte Dean ritt lange schweigend neben mir her. Endlich frug er zagend, »Warum zürnest du so anhaltend?« »Ich zürne dir nicht, Mohammed Emin, aber es betrübt mich, dass dein Herz sich nach dem Blute derjenigen sehnt, den dein Freund verziehen hatte.« »Wohlan, so werde ich diesen Fehler wieder gut machen.« Er wandte sich um. Hinter mir ritt der Engländer mit Halef, dann kam Alu mit dem Gefangenen. Zuletzt Ahmad el-Gandur. Ich wandte mich nicht zurück, weil ich glaubte, Mohammed Emin wolle mit seinem Sohne sprechen. Auch Halef und Lenzi drehten sich aus demselben Grunde nicht um. Wir taten es erst, als wir die laute Stimme des Hadidin vernahmen. »Reite zurück und sei frei!« Der erste Blick überzeugte mich, dass er die Fessel des Gefangenen zerschnitten hatte, der seinem Pferd sofort in die Zügel griff, um im Galopp davonzusprengen. »Scheik Mohammed, was hast du getan?« rief Halef. »Thunderstorm, was fällt den Menschen ein?« schrie der Engländer. »Hab ich recht gehandelt, Emir?« frug Mohammed. »Wie ein Knabe hast du gehandelt!« zürnte ich. »Ich wollte deinen Willen tun,« entschuldigte er sich. »Wer hat dir gesagt, dass ich wünsche, ihn so schnell frei zu sehen? Die Geisel ist verloren, nun sind wir wieder in Gefahr.« »Allah ist da fair. Gott verzeihe ihm,« rief Halef. »Lasst uns dem Bebe nachjagen.« »Wir werden ihn nicht einholen,« wandte ich ein. »Unsere Pferde sind ihm nicht überlegen, nur der Rapphengst ist schneller.« »Ahmad, ihm nach,« gebot Mohammed Emin seinen Sohne. »Bringe ihn zurück oder töte ihn.« Der Angerufene wandte den Rappen und sprengte davon. Er hatte kaum 500 Schritte zurückgelegt, so weigerte sich sein Pferd, ihn weiter zu tragen. Doch war er nicht der Mann, sich so leicht abwerfen zu lassen. Er zwang das Tier vorwärts. Natürlich ritten wir ihm nach. Er war hinter einer Krümmung verschwunden. Als auch wir dieselbe hinter uns hatten, sahen wir ihn in ziemlicher Ferne abermals mit dem edlen Tiere kämpfen. Er brachte alle seine Kraft und alle seine Geschicklichkeit zur Geltung, doch vergeblich. Denn er flog endlich doch aus dem Sattel. Das Pferd aber wandte sich zurück, kam herbeigerannt und hielt an meiner Seite an, den schönen Kopf und der zärtlichen Schnauben an meine Schenkel reibend. »Allah Akbar, Gott ist groß«, meinte Alef. »Er gibt einem Pferde ein besseres Herz, als viele Menschen es haben. Wie schade, Sidi, dass deine Ehre nicht erlaubt, es wieder zurückzunehmen.« Der Hadidin hatte einen nicht leichten Fall getan. Er konnte sich nur schwer erheben. Doch als ich ihn untersuchte, zeigte sich, dass er ohne wirkliche Verletzung davongekommen war. »Dieser Hengst ist ein Teufel«, meinte er. »Er hat mich doch früher gern getragen.« »Du vergissest, dass er später mich getragen hat«, erklärte ich, »und ich habe es bisher immer verstanden, ein Pferd so zu gewöhnen, dass es nur denjenigen trägt, dem ich erlaube, es zu reiten.« »Ich besteige diesen Scheitan niemals wieder.« »Du hättest klug getan, ihn bereits vorher nicht zu besteigen. Hätte ich in diesem Sattel gesessen, so würde uns Ghazal Gaboya nicht entkommen.« »Steige auf, Emir, und reite ihm nach«, bat Mohammed Emin. »Beleidige mich nicht.« »So soll dieser Bebe entkommen?« »Er wird es, doch nur durch deine Schuld.« »Schauderhaft«, klagte der Engländer. »Dumme Geschichte, ärgerlich, höchst unangenehm, yes?« »Was ist zu tun, Sidi?« frug Halef. »Um den Bebe wieder zu erlangen? Nichts. Ich hätte ihm den Hund nachgeschickt, wenn dieser mir nicht so wertvoll wäre. Nun aber gilt es, einen Entschluss zu fassen.« Mich an die Hadidin wendend, erkundigte ich mich, ob die heute früh, als ich fern war, um den Dachs zu schießen, in Gegenwart des Bebe von dem Weg gesprochen, den wir einschlagen wollen. Sie zögerten mit der Antwort. Halef aber sagte, »Ja, Sidi, Sie sprachen davon.« »Aber nur Arabisch«, entschuldigte sich Mohammed. Wäre seine Erscheinung nicht so ehrwürdig gewesen, so wäre er einer geharnischten Zurechtweisung wohl nicht entronnen. So aber zwang ich mich zu einem ruhigen Tone. »Ihr habt nicht klug gehandelt. Was habt ihr gesagt?« »Dass wir nach Bistan gehen.« »Weiter nichts? Denke nach. Es kommt hier darauf an, jedes Wort zu wissen, welches gesprochen worden ist. Eine Kleinigkeit, die ihr verschweigt, kann großen Schaden bringen.« »Ich sagte, dass wir von Bistan vielleicht nach Ahmed Kulban, jedenfalls aber nach Kitzelschi reiten würden, um an den Kiopri-See zu kommen.«
»Du warst ein Tor, Scheik Mohammed. Ich zweifle gar nicht, dass der Scheik Ghazal Gaboya uns verfolgen wird. Glaubst du noch immer, unser Anführer sein zu können?« »Emir, verzeihe mir, aber ich bin überzeugt, dass der BB uns nicht ereilen wird. Er hat zu weit zurückzureiten, um die Seinigen zu treffen.« »Meinst du? Ich bin bei vielen Völkern gewesen, deren Charakter ich kennengelernt habe, und darum ist es nicht so leicht, mich zu täuschen. Der Bruder des Scheik ist ein ehrlicher Mann, aber er ist nicht der Anführer der BB. Er hat bei ihnen nur freien Abzug für uns erreichen können, und ich gebe meinen Kopf zum Pfande, dass sie uns gefolgt sind, ohne sich sehen zu lassen. Solange der Scheik sich in unseren Händen befand, waren wir sicher. Nun aber müssen wir Besorgnis hegen. Sie werden sich rächen wollen für alles, auch für die Pferde, welche wir ihnen töteten. Wir brauchen sie nicht zu fürchten, tröstete Ahmad el-Gandur, denn eben diese Pferdewegen können uns nicht alle folgen. Und wenn sie kommen, werden wir sie mit unseren guten Gewehren empfangen. Das klingt gut, ist aber nicht so. Sie haben gesehen, dass wir ihnen im offenen Kampfe überlegen sind. Sie werden uns abermals einen Hinterhalt legen oder uns gratis nachts überfallen. Wir stellen Wachen aus. Wir sind nur 6 Mann und wenigstens so viele Wachen brauchen wir, um uns leidlich sicher fühlen zu können. Wir müssen an etwas anderes denken. Unser Führer, der Kohlenbrenner, hielt ein wenig seitwärts von unserer Gruppe. Er befand sich in Verlegenheit, denn er erwartete Vorwürfe darüber, dass er den Hadidi nicht gehindert hatte, den Gefangenen zu befreien. »Wie weit nach Süden reiten die BB?« frug ich ihn. »Bis zum See hinab«, antwortete er. »Kennen Sie die Gegend genau?« »Ganz genau. Sie kennen«, sagte er, »so gut wie ich jeden Berg und jedes Tal zwischen Dagesin und Miek, zwischen Neizwege und Chenavera.« »Wir müssen«, fuhr ich fort, »einen anderen Weg einschlagen, als wir vorher wollten. Nach West dürfen wir nicht. Wie weit ist es von hier nach Ost bis an die Hauptkette des Zagros-Gebirges?« 8 Stunden, wenn wir durch die Luft reiten könnten.« »Da wir aber auf der Erde reiten müssen?« »Das ist verschieden. Ich kenne weiter unten einen Fluss. Wenn wir gegen Sonnenaufgang reiten, so übernachten wir in einem sicheren Wald und erreichen morgen, wenn die Sonne am höchsten steht, das Zagros-Gebirge.« »Dort muss aber wohl die persische Grenze sein, wenn ich nicht irre.« »Ja, denn dort grenzt das kurdische Land Teratul an den persischen Distrikt von Sakis, der nach Sinna gehört.« »Gibt es dort Kurden von Dschihaf?« »Ja, aber sie sind sehr kriegerisch.« »Vielleicht nehmen sie uns dennoch gut auf, denn wir haben ihnen nichts getan. Auch ist es möglich, dass der Name des Khan Haidamir Lam uns bei ihnen als eine Empfehlung dienen kann. Führe uns zu dem Passe, von welchem du sprachst. Wir reiten nach Osten.« Dieses Gespräch war in kurdischer Sprache geführt worden. Ich verdolmetschte es den Gefährten, und sie waren mit meiner Anordnung vollkommen einverstanden. Nachdem Ahmed al-Gandur wieder umgesattelt und sein voriges Pferd bestiegen hatte, setzten wir den Ritt fort. Mohammed Emin nahm den Hengst an die Seite. Im Laufe dieser unangenehmen Verhandlungen und Begebenheiten war eine geraume Zeit vergangen, und es war ziemlich Mittag, als wir den erwähnten Pass erreichten. Wir befanden uns mitten in den Bergen und wandten uns nun nach Ost, nachdem wir dafür gesorgt hatten, dass keine Spur diese Veränderung unserer Reiserichtung verraten könne. Bereits nach einer Stunde bemerkten wir, dass sich das Terrain wieder zu senken begann, und auf meine Erkundigung erfuhr ich von Alo, dass zwischen hier und der Zagros-Kette ein bedeutendes Längental quer zu durchreiten sei. Der am Morgen vorgefallene Zwist hatte in unserem sonst so brüderlichen Kreise eine tiefe Verstimmung zurückgelassen, die auf meinem Gesichte wohl am deutlichsten zu lesen war. Ich durfte mein Auge gar nicht auf den Hengst richten. Der Bläsfuchs war zwar auch kein übles Pferd, aber die Kurden verstehen ein Pferd nur zu Schanden zu reiten, und ich fühlte mich im Sattel wie ein Anfänger der edlen Turnkunst auf dem dürren Klepper, dessen verborgene Eigenschaften man erst zu studieren hat. Dem Hengst gönnte ich es freilich von ganzem Herzen, dass er jetzt so frei und leicht nebenher traben durfte. Gegen Abend erreichten wir den Wald, in welchem wir unser Lager aufschlagen sollten. Wir hatten bisher keinen einzigen Menschen getroffen, waren aber auf einiges Wild gestoßen, welches uns das Material zum Abendessen lieferte. Dieses wurde unter außerordentlicher Schweigsamkeit verzehrt, und dann legten wir uns zur Ruhe. Ich hatte die erste Wache und saß abseits der anderen an einen Baum gelehnt. Da kam Hale vorbei, bückte sich über mich und frug mit leiser Stimme, »Sidi, dein Herz ist betrübt, aber ist das Pferd dir lieber als dein treuer Hadji Halef Omar?«
Nein, Halef, für dich würde ich 10 und noch mehr solche Pferde hingeben. So tröste dich, mein guter Sidi, denn ich bin bei dir und bleibe bei dir, und kein Hadedin soll mich von dir wegbringen. Er legte seine Hand an seine Brust und streckte sich dann neben mir aus. Da saß ich nun in stiller Nacht, und das Herz wurde mir groß und weit unter der Gewissheit, die Liebe eines Menschenkindes zu besitzen, eines Menschenkindes, dem auch meine Zuneigung gehörte. Wie glücklich muss ein Mann sein, der eine stille Heimat hat, die unerreicht ist von der Brandung der Schicksalswogen. Ein Weib, dem er vertrauen darf, und ein Kind, in welchem er sein veredeltes Ebenbild heranwachsen sieht. Auch das raue Herz eines Weltläufers fühlt zuweilen, dass es im Inneren des Menschen hinter öden, einsamen Flächen auch Höhen gibt, welche die Sonne mit ihrem Strahle vergolden und erwärmen darf. Am anderen Morgen setzten wir unseren Weg weiter fort, und es zeigte sich, dass Alu sich nicht getäuscht hatte. Denn bereits noch vor Mittag lagen die Höhen des Zagros vor uns, und wir durften unseren ermüdeten Pferden eine kurze Ruhe gönnen. Wir lagerten in einem langen Tale, dessen steile Wände vollständig unzugänglich schienen. Wir ließen die Pferde frei weiden und lagerten uns in das hohe Gras, welches so frisch und saftig war, weil das Tal von einem kleinen Bache bewässert wurde. Lindsay lag neben mir. Er knabberte an einem Knochen herum und brummte unverständliches Zeug dazu. Er war in übler Laune. Jetzt richtete er sich halb empor und deutete mit der Hand in die Richtung, welcher ich den Rücken zukehrte. Ich drehte mich um und erblickte drei Männer, welche sich uns langsam näherten. Sie waren in dünnes, gestreiftes Zeug gekleidet, hatten keine Schuhe und keine Kopfbedeckung und waren nur mit einem Messer bewaffnet. Solchen armseligen Figuren gegenüber war es wohl nicht nötig, nach den Waffen zu greifen. Sie blieben vor unserer kleinen Gruppe stehen und grüßten ehrerbietig. »Wer seid ihr?« fragte ich. »Wir sind Kurden vom Stamme Mer Mamali.« »Was tut ihr hier?« »Wir haben eine Blutrache und sind entflohen, um einen anderen Stamm zu suchen, der uns Schutz gewährt. Wer seid ihr, Herr?« »Wir sind fremde Wanderer.« »Was tut ihr hier?« »Wir ruhen aus.« Der Sprecher schien diese kurzen Antworten gar nicht übel zu nehmen, sondern sagte, »In diesem Wasser sind Fische. Erlaubst du, dass wir uns einige fangen?« »Ihr habt ja weder Netz noch Angel.« »Wir sind geübt, sie mit den Händen zu fangen.« Auch ich hatte bemerkt, dass hier Forellen standen, und da ich neugierig war zu sehen, wie man sie mit den Händen fangen könne, so sagte ich, »Ihr habt gehört, dass wir hier fremd sind. Wir können euch das Fischen nicht verwehren.« Sofort begannen sie mit ihren Messern Gras zu schneiden. Als sie die nötige Menge dazu hatten, trugen sie Steine herbei, um eine bedeutende Krümmung des Baches abzudämmen. Zunächst wurde der untere und dann der obere Damm errichtet. Das Wasser lief ab, und nun konnte man allerdings leicht die trockengelegten Fische ergreifen. Da die Sache trotz ihrer Einfachheit Interesse hatte, so griffen wir selbst mit zu. Der Fang war reichlich, und da die schlüpfrigen Tiere uns immer wieder entkamen, so richteten wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf sie als auf die drei Kurden, bis plötzlich ein lauter Ruf unseres Führers erscholl. »Ja, pass auf, sie stehlen!« Ich blickte empor und sah die drei Kerls bereits auf unseren Pferden sitzen. Der eine auf dem Hengste, der andere auf meinem Bless und der dritte auf Lindsays Pferd. Sie sprengten, ehe die Gefährten sich von ihrem Schreck erholen konnten, davon. »Oh, Devils, mein Pferd!« rief Lindsay. »Na, Kerim, Gott sei uns gnädig, der Hengst!« schrie Moor mit Emin. »Innen nach!« brüllte Ahmed Al-Ghandur. Ich war der Einzige, welcher ruhig blieb. Wir hatten es hier weder mit Pferdedieben noch sonst gewandten Männern zu tun, sonst hätten sie uns nicht die anderen Pferde zurückgelassen. »Halt, wartet!« rief ich. »Mohammed Emin, bekennst du, dass der Rabhengst wieder dein Eigentum ist?« »Ja, Emir.« »Gut, wieder schenken durfte ich ihn mir nicht lassen, aber leihen kann ich ihn mir einmal. Willst du ihn mir auf einige Minuten borgen?« »Er ist ja fort.« »Sag schnell, ob du mir ihn borgst.« »Ja, Emir.« »So komm mir langsam nach.« Ich sprang auf das nächstbeste Pferd und galoppierte den Spitzbuben nach. Was ich erwartet hatte, war bereits geschehen. Eine Strecke weiter unten hing der eine Kurde mit Armen und Beinen auf dem Hengste, welcher die tollsten Sprünge machte, um den Dieb abzuwerfen. Ich war noch nicht ganz herangekommen, als der Kerl zu Boden flog. Der Rappe kam zurück und blieb auf meinem Zuruf bei mir halten. Schnell war ich im Sattel, ließ das andere Pferd stehen und trieb den Hengst vorwärts. Der Kurde hatte sich wieder aufgerafft und suchte zu entkommen. Ich zog ein Pistol hervor, fasste es am Lauf und erhob die Hand.
Hart an ihn vorbeisausend, bog ich mich nieder und schlug ihm den Kolben auf den bloßen Kopf, dass er niederstürzte. Nun steckte ich das Pistol wieder ein und wand den Lasso von der Hüfte. Weit unten sah ich die beiden anderen reiten. Ich legte dem Rappen die Hand zwischen die Ohren. Rieh! Er flog dahin, schneller als ein Vogel in der Luft. In kaum einer Minute hatte ich den Hintersten erreicht. »Halte an, herab vom Pferde«, gebot ich ihm. Er blickte sich um. Ich sah ihn erschrecken, aber er gehorchte nicht, sondern trieb sein Pferd zu größerer Eile an. Jetzt war ich bereits in gleicher Breite mit ihm und warf, an ihm vorüberschießend, den unfehlbaren Riemen. Ein Ruck erfolgte. Ich riss ihn eine Strecke mit vorwärts und hielt dann an, um abzuspringen. Der Mann lag regungslos am Boden. Trotz der außerordentlich kurzen Zeit war er infolge der Schnelligkeit meines Pferdes eine bedeutende Strecke mit fortgerissen worden, so dass er die Besinnung verloren hatte. Ich wand den Lasso ab, machte eine neue Schlinge, ließ den Kurden liegen, stieg wieder auf und ritt dem dritten und letzten nach. Auch ihn hatte ich bald erreicht. Das Terrain war sehr günstig, da weder rechts noch links ein Ausweg blieb. Ich gebot auch ihm anzuhalten, fand aber kein Gehör. Da schwirrte der Lasso, und die Schlinge legte sich fest um seine Arme, welche an den Leib gezogen wurden. Noch ein paar Sprünge meines Pferdes, dann hielt ich es an, denn der Kurde lag ebenso wie der andere am Boden, nur dass er bei Besinnung war, da ich ihn nicht weit mit fortgerissen hatte. Ich sprang ab und schlang ihm den Riemen vollends um den Leib, und dann richtete ich ihn empor. Sein Pferd war zitternd stehen geblieben. »Das waren also die Fische, welche ihr fangen wolltet? Wie ist dein Name?« Er antwortete nicht. »Du warst ja vorhin nicht stumm. Erwarte keine Gnade, wenn du nicht antwortest. Wie heißest du?« Er schwieg auch jetzt. »So bleibe liegen, bis man die beiden anderen bringt.« Ich gab ihm einen Stoß, dass er, weil er sich nicht zu rühren vermochte, steif zur Erde niederfiel. Auch ich setzte mich nieder, da ich die Gefährten von oben kommen sah. In kurzer Zeit waren wir wieder beisammen, hatten unsere Pferde wieder, die Diebe dazu und, was uns das Willkommenste war, der wackere Alu war so weise gewesen, seine Decke abzuschnallen und, während wir Jagd auf die Kurden machten, die gefangenen Fische einzuwickeln. Er hatte sie mitgebracht, und nun wurde ein Loch in die Erde gemacht und ein Feuer darüber, um sie, wenn auch ohne Wasser und Fischgewürz, genießbar zu machen. Der gute David Lindsay hatte darauf seine gute Laune wiedergefunden. In einer desto schlechteren Stimmung aber schienen sich die drei armen Teufel zu befinden, welche sich das Vergnügen einer so kurzen Reitpartie gemacht hatten. Sie wagten kein Auge zu erheben. »Warum wolltet ihr uns die Pferde nehmen?« frug ich die Gefangenen. »Weil wir sie so notwendig brauchen, da wir Flüchtlinge sind.« Das war allerdings eine Entschuldigung, welche ich desto mehr geneigt war zu berücksichtigen, als der Pferdediebstahl bei den Kurden ganz und gar nicht als ein ehrloses Gewerbe gilt. »Du bist noch jung. Hast du Eltern zurückgelassen?« »Ja, und die anderen auch. Dieser hier sogar sein Weib und ein Kind.« »Warum sprechen sie nicht?« »Ja, sie schämen sich.« »Du aber nicht.« »Muss nicht einer sein, welcher dir antwortet?« »Du scheinst kein übler Bursche zu sein, und da ihr mich dauert, so will ich sehen, ob ich bei meinen Gefährten für euch bitten kann.« Das war nun allerdings ein erfolgloses Bemühen. Denn alle, auch Halef und der Engländer, bestanden darauf, dass eine Strafe unbedingt nötig sei. Lindsay wollte sie durchgeprügelt sehen, ließ aber diesen Antrag fallen, als ich ihm sagte, dass dies eine entehrende Handlung sei, während der Pferderaub als eine ritterliche Tat betrachtet wurde. »Also nicht prügeln«, meinte er. »Well, dann Schnurrbärte wegsengen. Ausgezeichnet, pittoresk, yes.« Ich musste lachen und trug den anderen den Plan Lindsays vor. Sie stimmten sofort ein. Die drei Männer wurden festgehalten und hatten nach Verlauf von 2 Minuten nur noch die Brandstummel ihrer Bärte im Gesicht. Dann durften sie gehen. Keiner von ihnen hatte sich gewehrt oder ein Wort gesprochen. Aber als sie uns verließen, erschrak ich über die Blicke, mit denen sie Abschied von uns nahmen. Nach längerer Zeit machten auch wir uns zum Aufbruch bereit. Da trat Mohammed Emin zu mir heran. »Emir, willst du mir einen Gefallen tun?« »Welchen?« »Ich will dir für heute meinen Rappen borgen.« Der schlaue Mann. Er glaubte, das Mittel gefunden zu haben, mich wieder mit ihm auszusöhnen und nach wieder in den Besitz des Pferdes zu bringen. »Ich brauche ihn nicht«, antwortete ich. »Aber es kann in jedem Augenblick die Gelegenheit kommen, ihn wieder zu brauchen, wie vorhin.«
Dann werde ich dich bitten. Es kann leicht sein, dass dir keine Zeit zu dieser Bitte bleibt. Bitte, reite ihn, Effendi, da ihn kein anderer reiten darf. Unter der Bedingung, dass er dein Eigentum verbleibt. Er soll es bleiben. Ich war versöhnlich gestimmt und erfüllte ihm seinen Wunsch, freilich nur mit dem festen Vorsatz, das Pferd niemals wieder anzunehmen. Ich ahnte nicht, dass es anders kommen würde.